Ich hab schon erklärt, übel easy, ihr kriegt Fragen, ihr sagt links oder rechts, Philipp kennt's, ne? Wenn ich gesagt habe, eingeloggt, dann nicht flipfloppen bitte. Wir gehen einfach mal in die erste Frage rein. Jetzt geht's los. Hey, jetzt geht's los, Nikolink, jetzt geht's um alles. Jetzt geht's um alles. 40 Fragen, keiner von euch wird volle Punktzahl haben, da bin ich mir sicher. Doch. Nee. Ja. Philipp, schaff mal die Hälfte, komm. Schaff mal 20. Ist so schwer oder was? Ja, ein paar sind dabei, die sind schon echt. Ein paar sind dabei, da weiß ich, dass es für euch 50-50 sein wird. 100 pro. Okay, also wir sehen die Frage dann auf der Participant-Page, right? Pass auf, wir fangen jetzt an. Statcheck League of Legends. Ja, let's go. Moin. Statcheck League of Legends. Erste Frage kriegt ihr jetzt. Weniger Base-HP. Ich vorhin schon so ein bisschen geteasert. Oh Gott. Senna oder Nami? Und ihr redet bitte erst drüber, sobald ich eingeloggt habe und ihr auf eurem Bildschirm seht, wer was gewählt hat. Ansonsten ist es natürlich ein bisschen schwierig. Ja. Außer ihr wollt ein bisschen baiten. Wie viel Zeit haben wir? Oh, weniger. Sobald ich sage, hey, loggt jetzt bitte ein, dann loggt ihr ein. Ihr habt keinen festen Timer. Ich gebe euch dann Bescheid. Ja. Ist relativ weniger Base HP, Senna oder Nami. Genau. Brauchen wir 5 Logins und ihr habt alle eingeloggt. Gucken wir mal, was ihr gesagt habt. Perfekt. Wir haben Brücki, Kutscher und Kani, die haben gesagt Senna und Freddy und Nico Linke haben gesagt Nami. Ja. Nami ist Bait. Und, Nami ist Bait. Ja? Ja, ich glaube, die anderen drei wissen es. Der Champion mit den wenigsten Base HP im ganzen Game, mit Ausnahme von Klett, aber das ist so eine technische Sache, glaube ich. Aber bei dem ja Skull HP nochmal extra erzählt wird. Hat Senna die wenigsten Base HP? Die wenigsten? So wenigsten. Ja, die mit 530. Ich hätte gedacht, Sona hat die wenigsten, hätte ich gedacht. Die hat einen richtig fetten Nerf bekommen von einem Jahr oder so. Genau. Wenigsten hat technisch gesehen Klett, aber das ist halt so mit Passive und dann kommt Senna und dann Mini-Nah, glaube ich. Sona hat relativ viel sogar im Vergleich zu anderen Champions. Was ist mit Yumi? Hat Yumi mehr? Auch, ja. 550 Yumi auch, glaube ich. Yumi ist richtig techie. Was? Die hat 20 mehr. Ja. Kriegt ja alle einen Punkt. Sehr gut. Abfahrt. So funktioniert es. Ist mega easy. Okay? Wie geil. Ja. Mega easy tatsächlich. Ja, super easy, ne? Ja, nee, 39, oder? Nee, lässt mal, ich soll 20 erreichen. Aber das ist ja, wenn ich immer links mache, ist es ja immer 50-50. Theoretisch sollte ich dann eigentlich auch 25 Punkte hinkriegen. Ja, aber ich hab da nicht. Technik. Pass auf, ich hab da gar nicht drauf geachtet, ob die richtige Antwort links oder rechts ist. Sprich, es kann sein, dass alle links sind. Das heißt, klappt das nicht. Aber theoretisch, wenn ich immer rate, sollte ich ja 20 Punkte kriegen, weil es ja 50-50 ist. Ja, dann kannst du jetzt, weiß ich nicht, nach Vegas gehen. So. Irgendwann gewinnst du. Das ist statistisch aber nicht richtig. Geh Lotto spielen. Was alles im Leben ist 50-50 tatsächlich. Wir gehen mal in den E-Sport. Gell? Mitte runter. Ja. In den E-Sport, genauer an die LEC. Und ich will von euch wissen, wer mehr LEC-MVP-Titel kassiert hat. Trick oder Caps? Ja, Trick steht ja unter Schalke 04, aber das ist natürlich nicht teambezogen. MVP-Titel, genau. Also Split-MVP oder pro Spiel? Das ist Split, es geht ne? um den Season-MVP quasi. Es gibt ja immer eine MVP-Auszeichnung. Genau, es geht nicht um Player of the Game, es geht um den kompletten, Split. Kompletten ja. Split. Also zum Beispiel 2015 LEC Summer MVP ist dann ja vom kompletten Split. Playoffs zählen da immer nicht dazu übrigens. Das ist eine richtig fette Bait-Frage. Ich glaube, ich weiß. Fate hier. Die haben Playoffs zählen da immer nicht dazu. Nein, ist auf gar keinen Fall kein Bait. Okay, alle haben mir eine Antwort gegeben. Ich log ein in 3, 2, 1. Er ist schon wieder sehr 50-50 von euch. Ah, komm, Trick hat 2 und Caps hat nur 1. Ja. So, mein Call. Ja, aber das Ding ist halt, Trick ist so, also niemand hätte bei Most MVP-Titel an Trick gedacht. Deswegen denkt man als erstes, es muss Trick sein. Aber ich glaube, das ist genau die Falle, in der uns Lesk haben wollte. Deswegen ist Caps. Ich glaube, Caps hat halt auch ein Teams gespielt. Da hat man so ein Reckless eingekriegt und so ein Perks mal und ein Jankos. Ja, hätte nicht jeder bei Caps gedacht, dass er es kriegt. Das ist ja genau. Auch wieder richtig. Also es gibt einen Spieler, der nie einen MVP-Titel gekriegt hat, bei dem man denken würde, er hat auf jeden Fall welche gekriegt. Der ist aber hier nicht mit drin, das ist Perks. Caps hat MVP-Titel gekriegt. 7. Der hat 3 Stück. Das war ein Witz. Ja, dann der hat Caps gewonnen. 3 Stück. Der wird doch keine. Ich kann das sogar nochmal aufmachen. Das war Trick hat 7. Was? Der hat nicht mal 7 Splits in der LEC gespielt. Caps hat 2018 Summer, 2019 Spring und 2020 Summer mit Fnatic und G2 geholt. Und Trick hat 2 hintereinander, aber nur 2 insgesamt, sprich
Caps hat mehr. Scheiße. Mal. Oh, nämlich. 2 Punkte. Das war nicht in die Falle gepasst, schon ja. Prima hier mit meinen 50-50s. Wir sind so schlau, Kani. Ja, wir beide, ne? Okay. Gehen wir weg vom E-Sport. Das ist eine interessante Frage, ja. Die waren alle mehr interessant bisher. Alle interessant, Philipp, hast recht. Alle interessant. Also die ist besonders interessant. Da habt ihr nämlich bestimmt keine Ahnung. Welcher diesen beiden Champions mehr Skins? Oh Gott. Oh, Ahri oder Lux? Oh, das ist hart. Ah, also Lux hat Infinite und die spawnen auch wöchentlich. Aber bei Ahri ist doch einfach dasselbe. Wahrscheinlich haben beide mehr als 20, oder? Nee, ich glaube 14 oder 15. Ahri hat 19. Nee. Doch. Nein. Wollen wir wetten? Wie viel wollen wir wetten? Dass sie 19 Skins hat. Wie viel wollen wir wetten? Das für Verwirrungsstrategien, Kutscher. Nico Linke und Daniel Brückmann. Perfekt. Es hat funktioniert. Ihr habt alle eine Antwort gegeben. Ich logge das ein. Nein, mein Nagelclipper ist kaputt gegangen. Ach, ja. Mensch. Aber vielleicht kriegst du einen Punkt bei der Frage hier, Philipp. Ich wette um 19 Nagelclipper. Ah, so einer bist du, Kutscher. Oh, Brücke, ja? So einer bist du. Wir haben hier Freddy. Ich werde doch nicht für 0%. Und Daniel, die haben gesagt, Ahri. Weil Ahri hat ja anscheinend 19 Skins. Laut Philipp. Aber Lux hat ja 25, das wissen viele nicht. Ich dachte, wir hatten da doch schon mal. Und ich dachte, es wäre Ahri, wäre erstaunlicherweise mehr als Lux. Das kann ja auch richtig Ich kann nicht sagen, dass keiner der beiden Champions 19 Skins hat. Die haben beide weniger. Champ, der 19 Skins hat? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. So 15, 16 oder so, so schön ist höchste. Ich glaube, der Gewinner denken, von diesem Duell hat doch die meisten, oder? Nee, so ein Estriel oder ein Annie oder so. Obwohl Annie ich weiß nicht, wer am meisten hat. Ich weiß nur, dass Lux auf jeden Fall mehr hat. Und deswegen kriegen Führung. Die rechten Leute Punkte. Ah. Alter, 17. Ich bin bei 0. 0. Flask, was kriegt die Person, die alle richtig hat? Nur noch mal so für die, ne? Was die Person kriegt, die alle richtig hat? Ich ja, gehe dafür. 37 waren ein bisschen noch. Stell dir mal vor, du bist Lux-OTP und kaufst dir jeden Skin. Selbst dann hat Riot an dir über 200 Euro verdient. Boah. Ja. Stell dir mal vor, du bist Lux-OTP. Musst du nur gerade mal mein Recording starten, weil ich glaube, Twitch ist down, oder? Das baue ich auch. Twitch ist down, glaube ich. Ja. Sehr gut. Gutes Timing. Twitch ist down, Blackstream. Zweite Mal schon, ne? Okay, ist wieder da. Super. Ihr könnt mir gar nichts. Tatsächlich. Ist wieder da. Ihr habt nicht viel verpasst. Ihr habt nicht viel verpasst. Lux hat mehr Skins als Ahri. Alle kriegen Punkte. Freddy hat 0. Freddy kriegt bestimmt auch noch ein paar. Let's, sag mal jetzt. Ja. Das weißt du, das nächste weißt du bestimmt. Pass auf. Nein, bitte keine Kragas-Frage, bitte nicht. Okay. Die nächste ist, glaube ich, relativ basic. Gespannt, ob da irgendjemand eine falsche Antwort gibt. Welcher Summoner eine kürzere Abklingzeit? Ignite oder Exhaust? Das wisst ihr alle, oder? Was? Ja, natürlich, weil es ist ja jedes Game Ignite, also es ist ja mein Main-Summoner quasi. So frech das AD-Carries. Das ist jetzt schwierig. Ich dachte, die haben gleich viel. Wenn also du mich glaube, jetzt gefragt, hätte ich auch gleich viel gesagt. Ich dachte auch gleich viel. Ich glaube, so Solan und ich haben etwas mehr Probleme damit, oder? Ich kann nicht so sagen, dass der Exhaust-Typ Rasterlocken hat auch. Die nicht gleich viel haben. Ich habe die Exhaust auch noch nie so HD gesehen. Hochauflösend. Die HD gibt es, da sind so 2 Pixel. Ja. So früher hatte der einen Helm. Früher hatte das Icon sicher so einen Helm. Das sah aus wie so ein Helmet, Bro, glaube ich. So legendär damals. Okay, ihr habt alle eingeloggt, okay. Guck mal, was ihr gesagt habt. Oh, das wird peinlich. Ja, das ist relativ eindeutig. Alle haben Ignite gesagt. Ignite hat 180 Sekunden. Exhaust. Uivo. 210. 210, ja. Ja. Das ist relativ easy. Kriegt alle einen Punkt. Freddy hat seinen ersten Punkt. Perfekt. Jeder ist auf dem Scoreboard. Der Winstreak beginnt hier. Stark. Ja, irgendwo muss er anfangen. Okay. Dachte mir, dass ihr das alle habt. Nächste. Gar keine Chance, dass jeder richtig beantwortet. Ich will von euch nämlich wissen, welcher diesen beiden Champions oder dieser beiden Champions öfter von Patches betroffen ist. Gebufft oder genervt wird. Ui. Dann haben wir zum einen Katarina und zum anderen Jhin.
Also, wie, also insgesamt, über die gesamte Dauer League of Legends, wäre mehr Patches. Seit dem quasi. Release des Champions. Aber Katar gibt's doch 4 Jahre länger. Ja, aber wann hast du das letzte Mal Katarina in den Patchnotes gesehen, ne? Wait, ist Jhin in Season 4 released worden? Nee, das war einfach nur die Zahl von mir. War das wäre so geil gewesen, wenn der sieht. Aber es kommt eventuell hin. Aber es könnte wirklich sein. Wenn ich raten müsste, würde ich wahrscheinlich echt für 4 gehen. Nee, 6, 100 pro. Oder so. So spät, ja. Ist zu early. Hat Brücki schon eingeloggt? Hier kam Kalista raus. Da geht's, gebe euch auch noch den Hint so. Es geht wirklich nur drum, ob die irgendwann, also wenn die in einem Patch erwähnt werden, namentlich, selbst wenn es ein Hotfix ist, na, dann zählt das hier mit rein. Sprich, ja, relativ selbsterklärend. Ich bin alle Patchnotes durchgegangen und wenn die in einem Patch erwähnt worden sind, plus 1. Weil es gibt ja so eine Patchnote-Schreiberin oder Übersetzerin, die heißt auch irgendwie Katarina. Deswegen, es geht um den Champion, ne? Ja, es geht um den Champion, klar. Aber guter Einwand. Der Mann, der jetzt hier so ein kleiner Fieser ist. So. Nee, das hätte ich nicht gemacht. Das ist ja langweilig. Ja, nicht richtig antworten. Okay. Wenn das jetzt ein Bait ist, dann bin ich alle eingeloggt. Salzig. Aber ich weiß, dass Jhin extrem oft gechanged wurde am Anfang, als er released wurde. Aber Katar doch auch. Katar wurde doch aber auch oft rumgeschraubt. Die ist sogar schon reworked. Und am Anfang gab es ja auch nicht so viele Champs. Da wird ja Katar die ganze Zeit geändert worden sein. Ja. Ich glaube halt, also Jhin ist schon... Ich glaube, in dem ersten Jahr ist er locker 6-7 Mal gechanged. Brücki ist so ein König, wenn das jetzt Jhin ist. Ich habe mich jetzt mal von der jüngeren Vergangenheit leiten lassen. Da war Katarina halt fast nie und Jhin super häufig. Also. Aber auch nicht aber so häufig, oder? Ah, doch. Jhin ist hier mit drin, weil er super häufig in Patchnotes vorkommt. Selbst wenn es so ein Hotfix ist, wie gesagt, wird er in fast jedem Patch erwähnt. Katarina gibt es aber schon deutlich, deutlich länger. Das Lustige ist, wenn man zusammenzählt und wenn ich keinen Fehler gemacht habe, dann wurde Jhin in 44 Patches verändert. Schon was viel. Sehr lustig ist, weil es ist halt doppelt 4 so, ne? Katarina an 37. Scheiße, Brücki kriegt hier einen Punkt. Legende. Und ich komme auf 4 Punkte, wie schön. Sehr gut. Fuck. Ja, tatsächlich ist Jhin, glaube ich, in jedem einzelnen Patch immer irgendwie erwähnt. Also gebufft, genervt oder gehotfixt, andauernd irgendwas. Und Katarina, eine sehr, sehr lange Zeit kam die in keinem Patch vor quasi. Da ist nichts passiert. Ich glaube, Katarina war ja, bevor sie gereworked wurde, war die ja so ein reiner Turbo-Cheese-Champion. Die hat ja keine Sau gespielt ganz am Anfang, oder? Außer Skara. Ja, genau. Außer Skara. Die wurde aber doch sogar schon mehrfach reworked, oder nicht? Ich glaube, sie hat ein richtiges Rework gehabt. Hatte ich nicht noch ein zweites Rework bekommen sogar? So ein Mini-Rework? Egal. Weiß es gar nicht mehr. Aber egal. Ich habe eine weitere Frage für euch. Und die ist wahrscheinlich ähnlich schwer. Bin ich gespannt. Na, vielleicht kennen ein paar von euch Spieler privat gut genug, um die Frage zu beantworten. Auf LOL-Wiki, ich glaube, es heißt mittlerweile irgendwie anders, LOL-Fandom oder so, da steht im Spieler-Trivia eines dieser beiden Spieler, dass er sehr gern griechisch isst. Welcher der beiden ist es? Was? Richtig. Easy. Habe ich letztens erst gelesen, tatsächlich. Echt? Das ist doch... Stimmt das wirklich? Aber ist das jetzt... Also ist die Aussage von Kutscher jetzt ein Bait, ist die Frage. Das ist immer die Frage. Oder geht man jetzt mit der Aussage von Kutscher? Ich glaube, das Geile ist, ich weiß ja jetzt schon, dass ich recht habe, weil Bless gesagt hat, haha, echt? Und wenn es falsch gewesen wäre, hätte er so nicht reagiert. Aber ja, du weißt das ja würde ja voraussetzen, dass ich sehe, was du tippst. Siehst du ja. Ich nehme jetzt mal absichtlich immer das, was ich nicht denke. Vielleicht ist das eine Strategie. Boah. Ich weiß nicht. Man hat mit Jennings ist mein Döner gefetzt, aber griechisch? Döner gefetzt. Ist jetzt nicht so weit weg vom Griechisch, aber ist halt. Also ohne jetzt Pride sieht auch wie eine kleine Naschkatze aus. Ich sag mal so, nach dem Tierlist-Stream mit Brücke habe ich mich ausgiebig informiert über gewisse Personen. Nee, das ist jetzt Bait. Das war zu obvious. Kutscher. Ja, der zu obvious Bait sein und dann könnte es wieder Janis. Ich meine, Kutscher ist ein schlauer Mann. Schau dir an, wie er lacht. Ja. Oh mein Gott. Kutscher ist ein schlauer Mann, ne?
Ich hab schon wieder Bock auf Among Us, muss ich sagen. Oh, und schöner Weinglas. Okay, ich brauche von nur die Katze, meine Nico Linke. Ja. Okay. Wir haben alle Antworten, hier sind sie. Philipp war sehr confident, hat gesagt, Gen X. Ich habe actually keine Ahnung. Yannick Bartels. Du hast keine Ahnung, aber du hast mich outplayed. Es ist ja, nämlich Gen X. Deswegen bin ich auch so geblieben. Kann man noch mal switchen? Punkt. Ja, steht im Wiki drin. Man kann switchen, ja, du kannst. Ach so. Solange die Dinger noch nicht angezeigt werden, kannst du rumswitchen, wie du Bock hast. Hat Pride überhaupt eine LOL-Wiki-Seite? Nein. Ja, bestimmt, oder? Sachen werden nicht mehr so updated. Ach, safe. Okay. Vor allem, ich glaube vor allem so Eintracht-Spanner in den Ohr, die haben alleine. Ich dachte halt, als Kutscher das gesagt hat, es muss Pride sein, weil warum sollte er random das LOL-Wiki von Gen X sich angucken? Action. Aber dann hast du es mit der Tierliste gesagt. Ja. Das hat alles gar keinen Sinn gemacht, weil du es nicht wusstest, aber... Ja, weil ich wusste, dass ihr dann denkt, dass ich Gen X meine und dann macht ich geht auf Pride. Ja, aber Nori hat mich gesaved dann mit dem. Aber hätte ja auch Pride sein können, oder? Er ist auch runtergestürzt, leider. Oder nicht? Ich dachte, es ist zu obvious, dass es Gen X ist, also muss es Pride sein. Ich glaube, man darf nicht zu viel denken. Das ist ich muss aufhören zu denken, glaube ich. Ja, deswegen hat Kali die meisten Punkte. That's fucking right. Ja, Kali ist eine richtige Maschine gerade, eigentlich schlecht. Ihr kriegt eine weitere Frage. Gespannt, ob Kani. War der Kani, sind das 100%? Nee, 1, 2, 3. Nee, einer habe ich noch. Ich war ein Katarina-Believer. Ah, schade. Mm. Okay. Dann bin ich gespannt, in welchen Champion du diesmal beliefst. Wer war nicht im ersten Release dabei? Soraka oder Evelynn? Nichts. Also erster Release ist allererster offizieller Release. Nicht diese, es gab irgendwie so Open-Beta-mäßig, das nicht. Der erste Release, das war der erste Schwung an Champions. Es gibt ja so die üblichen okay. X-Champions. So. Das war sogar nichts später, sondern das ist halt hier das erste Roster an Champions. Scheiße. Ich dachte erst, ich weiß es, aber jetzt weiß ich es nicht mehr. Ich kann euch den Tipp geben, dass es sehr knapp ist. Der Champion ist einer der beiden Champions ist im ursprünglichen Roster drin, der andere wurde direkt danach released. Also ganz kurz danach. Nico Linke, locken Sie bitte eine Antwort ein. Alle haben schon eingeloggt. Boah, ich weiß nicht, Alter. Kann ich hinschauen? Ich guck mal, was ihr gesagt habt, ja? Alle Evelynn, okay, krass. Alle Evelynn gesagt. Ich war so kurz davor zu ändern, to be honest. Das ist sehr schade, dass die Frage so leicht ist. Es ist nicht. Natürlich Evelynn. Oh, thank God. Ihr habt recht. Recht alle zwei Monate. 2019, Alter, das ist bald 14 Jahre her. Kennt ihr noch dieses Phantom Lord Video mit Evelynn? Mit dieser brillanten Strategie mit Revive, wo du sterben musstest, damit du den Jungle schaffst? Mit Eve? Nee. Hat man nicht sogar Revive-TP gespielt? Ja, Revive-TP. Ja, ja. Und dann bist du am ersten Camp gestorben und dann TP't und dann Revived und TP't. Genau. Der hat auch immer hier Kartus mit Revive gespielt, oder nicht? Ah, nee, kein war das TP, nicht so ganz früher? Stimmt. Ja. Ist eine gute Zeit. Ich gehe weg von Champions. Wir gehen weg. Wir gehen zurück zum E-Sport, ja. E-Sport und hier ist es eine weitere Bait-Frage. Ist es keine Bait-Frage? Wer weiß. Mehr Matches bei den Worlds. Faker oder Jensen? Oh. Warum sagst du oh? Erklär doch mal deinen Gedankengang, Linke. Nee, das ist easy. Eigentlich ist easy, aber. Jensen ist ja ein Ace-Spieler und die müssen ja immer durch Play-Ins durch. Genau, das wenn ist du das Play-Ins alleine. Da habe ich nicht dran gedacht. Pro Worlds sind Play-Ins, keine Ahnung, 8 Games mehr oder so. Oh, das ist jetzt schon wieder true. Aber das Ding ist, Jensen war doch eigentlich, also ich weiß nicht, das war das laut zu sagen, aber Jensen war doch Cloud9, die waren doch nie Play-Ins oder nicht oft zumindest, oder? Warte mal, zählen? Doch. Echt? Zählen? Ja, sehr oft Play-Ins, ja. Nein, wir oft Play-Ins, aber sind meistens am weitesten gekommen. Die gibt ja auch schon ewig, der war ja Incarnation früher und so. Aber da hat er ja nicht Worlds Amerika, gespielt, oder? Das war aber, wann war das? Season 3 oder so, ne? Aber der hat ja erst in den A Pro gespielt, oder? Der war doch gebannt. Ja, nein, EU war gebannt, ja. Seit Season 4 spielt Jensen in Amerika. Aber Faker ist natürlich auch immer in den Finals drin, also ist irgendwie sau schwer. Und der spielt halt Best of 5 und so, ja. Ja. Faker sieht viel besser aus auf dem Bild. Hast du den mal im Anzug gesehen, bei dieser Awardshow? Der hat doch hier gesungen auch, oder nicht? Hat er sich erstmal ein bisschen Klavier gefetzt? Ich habe auf Twitter ein Video gesehen, wo Faker irgendwie Karaoke gesungen hat auf einer Bühne oder sowas. Oh. Lied gesungen. War ein gut? Mann. Ja, richtig gut gesungen sogar. Fast so gut wie Brücki, aber nicht ganz. Ja.
Jetzt ist übertreibt natürlich. Ja, ja. Sola, ich brauch von dir eine Antwort. Ja? Dann können wir einloggen. Ja. Sehr gut. Peng. Ja, viele Leute haben Faker gesagt. Also Brüggi hat Jensen gesagt. Ich vom Glauben ab. Plans zählen nämlich tatsächlich dazu. Die kommen nie aus der Gruppenphase. Aber das reicht trotzdem nicht. Yes. Faker ist mit 100 Matches gutes Stück vorne. Gutes Stück. Aber ist trotzdem krass, dass Jensen 83 hat, finde ich. Ja, tatsächlich. Aber davon sind wahrscheinlich 40 Playing-Games. Ist halt so, ey, der ist jedes Jahr bei den Worlds dabei und Faker kann halt theoretisch rausdroppen. Man hat ja ein paar Worlds nicht mitgespielt, also. Aber ich glaube, alleine wenn die eigentlich Best of 5 auf volle Distanz geht, ist das so wie eine gesamte Gruppenphase. Sag mal, war Jensen denn die letzten Worlds dabei? Der war alle bis auf 1 seit, ich glaube, vorletzte war das erste Mal nicht. Nicht mehr dabei, oder? Doch, letzte war mit Cloud9, davor war, glaube ich, das erste Mal nicht. Letzte war mit Team Liquid, Ja? Aber da haben die ja gesagt. Nee, Cloud9 war ja. Björksen hat doch bei Team Liquid gespielt, oder? Ja, Björksen war Team Liquid. Und die waren ja nicht bei Worlds. Da war jetzt nicht dabei. Da war es ja ultra knapp sogar vor diesen Worlds, oder nicht? Ja, ich denke schon. Waren sie auch dabei mit Cloud9. Oder nicht? Cloud9 war. Ah, hier ist schon das neue Roster eingetragen. Warte. 2022? Ja, im November 22 ist Jensen erst raus, ja. Ja, war Cloud9 of the Worlds, ist die Frage. Das ist eine gute Frage. Könnt ihr danach recherchieren. Mit Dignitas jetzt? Dignitas gibt's noch? Die gibt's wieder. Dieser abfällige Sohn, Dignitas? Armut spielt auch bei Dignitas? Ja, LCS hat, glaube ich, generell einfach sehr, sehr interessante Sachen gemacht, die Offseason. Waren alle sehr happy mit auf Twitter. Wo Leute auch sehr happy mit sind die Kids von neuen Champions. Richtig, Brücki? Und da haben wir zwei Stück. Einer davon ist Aphelios. Welcher mit Buchstaben hat jetzt? Richtig. Welcher dieser beiden Champions hat mehr Wörter in seinem Kit? Wörter, okay. Aphelios oder Lee Sin? Das sind alles solche Bait-Fragen, das ist unglaublich. Zählt jede Waffe und der Satz dazu als Wort? Ich kann dir sagen, was ich genommen habe und wo ich die Wörter gezählt habe. Ich habe die offizielle Seite genommen, die League of Legends Seite, und habe mir da die Tooltips angeguckt. Ja, in-game sind die wahrscheinlich ein bisschen anders, tatsächlich. Aber ja, ich bin auf die Homepage gegangen quasi. Achso, also nicht LOL-Wiki. Nicht LOL-Wiki. LOL-Wiki ist zu detailliert, das steht da in-game nicht mal so. Ja, ich glaube, ist egal, oder? Ich glaube tatsächlich, dass es egal ist, ob ich in-game nehmen würde oder nicht. Steht da trotzdem Beschreibung, was die Fähigkeit macht, oder steht da dann, Lee Sin tritt jemanden auf als Beschreibung? Da steht schon trotzdem, was der Champion macht, ja. Okay. Nochmal kurz Verständnisfrage. Jede einzelne Ulti von Aphelios ist ja anders. Und jede einzelne Fähigkeit von Aphelios ist anders. Sind die alle einzeln aufgelistet? Nee. Und nicht, weil in LOL-Wiki schon, deswegen. In LOL-Wiki auch nicht. Das ist ein riesen Unterschied tatsächlich. Ich glaube, in LOL-Wiki wird zumindest bei jeder Ult einzeln erklärt, was sie macht, oder? Ich glaube, es ist easy tatsächlich. Ja, in LOL-Wiki ja, aber wie gesagt, es ist extrem detailliert. Das hast du bei dem Ingame-Tooltip ja auch nicht. Ich würde sagen, wir loggen jetzt ein, oder? Es muss doch aber trotzdem. Also, was soll denn bei Lee Sin so. Also, der tritt halt ein paar Menschen um. Nee, aber hat er auch zwei Spells auf jedem Spell, mehr oder weniger, weil alles reaktiviert. Mann, jetzt spoiler doch nicht, Kani. Ihr loggt bitte ein in 3, 2, 1. Der hat ja jedes nochmal so ein zweiter Aktivierung. Also, Leute, Wiki bin ich mir ziemlich sicher, ist Aphelios, weil ich erinnere mich mal, die Seite ist gottlos lang, weil da wirklich jede Waffe ausführlich. Ich weiß halt nicht, wie viel Prozent davon bei League fehlen. Und wahrscheinlich ist. Jede Waffe wird beschrieben. Jedes Q wird beschrieben. Aber nur bei LOL. Deswegen habe ich es extra dazu gesagt, ne? LOL Wiki ist Aphelios natürlich halbe Buch. Ne? Ja. Die offiziellen Tooltips. Und hier, ich habe hier spezifisch LeagueOfLegends.com genommen. Ist ja bekannt dafür, dass da jetzt nicht alles super ausführlich dasteht, ist klar. Und auf der Seite beinhaltet das Kit von Aphelios 200 Wörter und das von Lee Sin 247, also deutlich, deutlich mehr. Ich habe last second geswappt, ich habe mich selbst mit dem Satz noch überzeugt, den ich gesagt habe. Ja, damit kriegt ihr einen Punkt und Nico Linke kriegt keinen. Da steht, wenn ein neuer Spieler für euch sich anguckt, zum Beispiel, was Aphelios macht, dann weiß er nicht, sehr condensed. Da steht dann halt Fire a Concentrated Blast of Moonlight that explodes an enemy champions, applies the unique effect of Aphelios' main handgun. Sprich, da steht einfach abgekürzt,
dass es abhängig von der Manhunt Gun ist, aber nicht genau, was es macht quasi. Ja. Weil es halt sonst Buch wäre. Ja, aber ich glaube, in-game ist Lee Sin's Tooltip auch nicht viel kürzer. Also. Viel, das ist sehr, sehr lang in-game tatsächlich, ja. Aber es ist ja generell auch bei League so, dass so in-game und offizieller League of Legends Tooltip meistens halt nicht so detailliert ist wie LOL Wiki. Ja, ne? Ja, das stimmt. Dass viele Sachen halt gar nicht dastehen. Ich glaube, bei Sin's Stimme irgendwie so slowest enemy oder sowas. Ja. Flip der Enemy. Aber nicht wie viel. So, ja, flip him. Okay. Ja, wir gehen wieder zu Dingen, die vielleicht, ja, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, dann kommt ihr vielleicht drauf. Aber ihr habt nicht lang genug Zeit. Ich will von euch wissen, wir bleiben bei Buchstaben. Mit welchem Anfangsbuchstaben mehr Champions beginnen? Oh Gott. Mit A oder mit S? Ich gebe euch hier einen Timer, ja, damit ihr nicht so lange überlegen könnt. Man vergisst die Hälfte, oder? 15 Sekunden. Sieht man den Timer irgendwo? Nee, ne? Nee. 10. Boah. 5. 2. 1. Ich bin noch nicht bei S. Oh, ich bin noch rübergeswappt. Ich bin mir nicht sicher, ey. Oh, stimmt. Wärst du bei S schon, dann wäre das ja easy für dich wahrscheinlich. Ja, ja. Das muss S sein. Unlucky. Sheiko, Soraka, Singed. Sona, Amumu, Arthur. Oh, Amumu, ja. Es sind beide sau viele. Ephelius und auch Arthur. Mehr als 10, weil man im Custom immer 10 Archives hat. Aurelion, Sol. Ne? Ah, dann ist es shit. Habt ihr das Rework gesehen? Das ist Gameplay-Trailer draußen. Ja. Das sieht echt richtig, von richtig cool aus, ja. Ja. Der könnte ein guter Support werden, vielleicht, so wie Utility. Geil, 12 Champions. Beginnen mit A. 17 Champions mit S. 17 Stück. Ja. Nee. Last Millisecond Flip hat dich gerettet, Philipp. Ja. Krass, Punkt. Ja, durch durchzählen lassen können, dann wäre ihr wahrscheinlich so oder so irgendwann drauf gekommen, ne? Aber. Weiß ich mehr nicht. Mit S. Ich glaube, meisten Champions generell fangen halt mit S an. So. Cheatest du, Kani? Wie bitte? Cheatest du? Ja, den Chat ist aber auch. Nee, mich unterfordern die Fragen so. Ich habe mittlerweile sogar ein Schild gebastelt. Kann ich lesen, ist zu klein, ne? I am. Achso, aber Philipp ist über dir. Sehr gut. Ja, das ist nur, das hätte jetzt, trifft halt Kutscher, weil er über mir ist, aber ich hätte es für ihn gemacht. Geh mal so ein bisschen weg von League of Legends diesmal. Und hin zu Twitter. Twitter ist ja auch, na, ist ja fast dasselbe im Endeffekt. Von euch wissen, welcher dieser beiden gut aussehenden jungen Herren. Chantau. Nee. Was kommt jetzt? Mehr Twitter-Follower hat. Hä, warum? Oh. Tolkien oder Bröki? Easy. Oh. Obwohl. Ich weiß sogar genau, wie viel Bröki hat. Selber. Doch, ich weiß es ungefähr. Hat Bröki nicht ein insanes Twitter-Game und Tolkien macht fast überhaupt nichts? Ich mach gar nichts mehr auf Twitter. Alles Asoziale da. Vor allem der Links. Dann wärst du doch genau gut aufgehoben da. Entschuldigung. Ich weiß gar nicht. Ich weiß ungefähr, wie viel Brücke ich hat, aber ich kann nicht einschätzen, ob Tolkien das toppt. Nee, es ist. Tolkien, die Frage ist nur rein, ob du das Bild haben wolltest, oder? Bist du ehrlich? Brücke, du bist schon länger retired als Tolkien, oder? Deshalb Bild habe ich nicht reingemacht. Ich habe die Frage vorhin angeguckt und dachte mir, als Pro, ich meine, als. Weiß nicht mal, wo das ist. Als Pro only, meine ich. Ja. Ja, viel länger. Okay. Ja. Ich glaube, Tolkien hat viele Follower so von EU Masters Shit und so. Nee. Weißt du nicht? Ah, das war gar nicht. EU Masters ist dead, so wer folgt wegen EU Masters so? Ja. Lock bitte ein in 3, 2, jetzt kommt bitte. 1. Das war wieder Bait von Kutscher. Ich glaube, Jawohl. Brücke hat so 46.800. Ich sag 53. 46.800 ist falsch. Fuck, aber 46.000 ist schlecht, oder? Brücke hat 47.400. Und Tolkien hat 41.000. Tolkien hat auch eine Zahl, die mit 4 beginnt. 4. Das sind 4. Das sind 4. Das sind 44.300. So knapp, wie knapp ist es, ja. Sehr knapp. Deswegen habe ich es auch genommen. Tolkien, ich habe dir nicht vertraut, wenn du das siehst. Ne? Ja, aber Tolkien hat sich enttäuscht. Muss Tolkien mal ein paar Gewinnspiele auf Twitter fetzen. Polarisiert nicht genug. So. Und jetzt packen wir Stats in Statcheck rein. Ich bin ein bisschen auf
Ich glaube, es war für das spezifisch U.GG, aber ich bin mir nicht mal ganz sicher. Bin ein bisschen durchgeradet und hab geguckt, welcher Champion auf dem aktuellen Patch die niedrigste ARAM-Winrate hat. ARAM. Und ihr sagt mir bitte, wer das ist. Komplett im Element. Oh. Yumi oder Lulu? Die niedrigste ARAM-Winrate. Hat der Champ die niedrigste von allen Champs oder von den beiden? Von allen Champions. Das sind die beiden Champions mit der niedrigsten Winrate generell. Also, das ist die. Tiefer geht's nicht als die beiden. Frage ist, welcher ist schlechter? Das ist sogar deutlich, glaube ich, oder? Wobei die balanceden. Hä? Darum ist er deutlich. Was daran? Ja, doch. Ich glaube, es ist deutlich. Mindestens 3% Unterschied. Ich hab Kopf. Ja. Lockt er bitte einen. 3, 2, 1. Du kannst ihn Freddy. Noch Freddy! Also ich fange jetzt an, Münzen zu werfen. Ich fange jetzt an, Münzen. Das ist das sicherste System. Ich werfe jetzt eine Münze. Na, ich bin schon wieder allein. Oh mein Gott! Ihr wollt mich doch verarschen! Yumi hat ja schon so eine Piss-Winrate. Ja, vor allem sind die Heilungen ja krass genervt im Aram. Deswegen. Ich glaub, das ist auch, richtig. Also es gibt, glaube ich, zwei Gründe, warum die beiden so weit unten sind. Yumi halt, weil du halt nichts heilst in ARAMs. Ja. Und ja, ich glaube, Lulu spielen halt sehr viele Leute auf AD und ist halt scheiße einfach. Ich hab dich schon lachen gesehen. Zieh das Pflaster ruhig ab. Ich weiß schon, was passiert. Ich zieh das Pflaster ab. Das ist natürlich Yumi. Ah, 3%. 43,65%. Absolut schrecklich. Wo siehst du da 3%? Das sind keine 3, das sind. Oh. Das ist 1,24. Oh. Ja. Wie? Können wir das Schild kurz hochgeben zu Bröki? Irgendwie? Ja. Leute, zack. Ja, Freddy, wir haben noch viele Fragen, ne? Da kann noch alles passieren. Ja. Alles kann noch passieren. Besser, können wir dafür so einen Punkt abziehen? Warte, Mann. Ich kann dir aber sagen, wir haben das jetzt 4-mal gespielt, glaube ich. Und es gab noch nie jemanden, der unter 50% richtig hatte. Ist ja auch logisch. Also kannst du viel gut machen. Hm. Nächste Frage ist zum Beispiel eine, die könnt ihr wissen. Ja? Viele Sachen sind also 50-50 wirklich. Also wer, keiner von euch weiß, ob Yumi oder... Gut, 4 Leute hatten es gerade richtig, aber ist trotzdem irgendwo ein Coinflip. Nächste Frage. Ist auch um Coins. Pro Punkt. Hat welcher dieser beiden Stats einen höheren Goldwert? MR oder Armor? Was ist mehr wert pro Punkt? Aber wie berechnet? Gegen welche Base? Gold-Effizienz wird immer berechnet mit dem günstigsten Item und dann runtergerechnet auf pro Punkt. Sprich, aber das sind doch die beiden. Ja. Und dann nimmst du... Ich werde dir das jetzt nicht erklären, aber... Ich kann es dir gerne danach erklären, ne? Ja, aber ich will... Ich kann dir danach gerne erklären, wie Gold-Effizienz und Goldwerten in League of Legends funktioniert. Ach so, also du willst einfach nur wissen... Wie viel ein... Punkt MR wissen, kostet. Ist ein MR teurer oder ein Armor teurer? Ja, quasi. Richtig. Ah, okay, ich verstehe. Richtig. Und was ich auch gerne wissen will, ist, was du antwortest. Ja, mein Kopf funktioniert gerade nicht beim Rechnen. Ich rechne das gar nicht, ich flipp das. 3, 2, 1. Freddy! Ich weiß immer noch, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Okay, ja, ich erkläre dir das ganz kurz. 300 Gold und gibt 15 Armor. Ja. Richtig. Da rechnest du das runter auf einen Armor, was wie viel Gold das kostet. Bei das sind 20. Magic Mantle sind 450, glaube ich, ne? Ja. Und da gibt es 20 MR. 25, ja gut, dann ist es easy, wer gewonnen hat. Richtig. Weil du bei Armor kostet, also ein Punkt Armor kostet 20 Gold, ein Punkt MR kostet 18 Gold. Sprich, du hast recht, Mann. Obwohl du gar nicht wusstest, ja, doch, doch, da habe ich doch recht. Nee, am Ende ja. Richtig verstanden. Du hast recht, richtig. Ein Punkt, okay. Armor, 20 okay. Gold. Freddy! Naja, es war knapp, Freddy, es war knapp. Wirklich.
Was? Aber die nächste Frage. Ey, Freddy, die nächste Frage. Es stimmt tatsächlich. MR, also ein Punkt MR kostet nur 18 Gold. Armor ist teurer. Und die nächste Frage geht aber voll in dein Wheelhouse. Versprochen, okay? Ist das mehr Range? Vielleicht? Mehr Range. Xerath R oder Aurelion Sol, Scheiße. Rang 1 vom E. Oh, das Xerath, ist da. Und welche? Und Xerath Ult, welche? Ah, nee, geht die Range hoch bei Xerath Ult? Xerath Ult ist streamlined worden. Die geht nicht mehr hoch. Die geht nicht mehr hoch. Die ist streamlined. Die ging mal hoch, ja. Das ist ja gut, dass ich letztens im dem Spendenstream Aurelion Sol Jungle gespielt habe. Wann habe ich das letzte Mal Aurelion Sol gespielt? Was ist da nicht? Ja. Aber wenn ihr müsst einfach hoffen, dass er nicht auf meiner Seite steht. Ihr müsst hoffen, dass er nicht auf meiner Seite steht. Das ist, wofür ihr gehen müsst gerade. Ich muss euch schon mal vorwarnen, bei der Antwort gleich ist ein Tippfehler drin. Dann will ich nicht. Flippt da nicht aus, Chat. Gleich. Also wir würden es ja nicht Aurelion Rang 1 schreiben, wenn es bei... Also es bedeutet ja, dass ab Rang 2 wahrscheinlich ein Unterschied ist. Ja, na? Keine Ahnung. Ja, Sol, da machst du nichts vor, ne? Also, ja, weiter drauf. Ja, so nämlich. Dann lock jetzt bitte ein. Mach ich. Sehr gut, dann zeige ich dir, was du gesagt hast. Du hast gesagt Xerath. Oh, Brück, es tut mir leid. Aber ich glaube, ihr habt recht. Geh nicht ins Richtige. Wir sind Xerath Mains quasi. Und auch jetzt haben wir auch ganz viel gespielt. Deswegen trifft mich jetzt gleich aber besonders hart. Soul Range ist echt wenig, habe ich mich gewundert, als ich Jungle gespielt habe. Aber auch, Stufe 1 ist sie nicht hoch, glaube ich. Okay. Ich glaube, die geht extrem hoch mit, mit dem Level. Irgendwie so also Xerath Ultimate so. Hatte eine Range von 3, 2, 4, 4 und 5, 6. Ist aber streamlined worden. Ist mittlerweile immer 5. Also ein bisschen weniger auf Max-Range. Aber auf den ersten beiden Rängen deutlich mehr. Ja? 5000. Das ist mehr als 4. Das schafft Aurelion Sol nicht. Hat auf... pass mal auf. Das suche ich euch sogar noch raus eben. Auf dem Max-Rang hat Aurelion Sol eher... Eine Range von, wo steht's? 7500. Ja, dann 5000 und 2500. Geht wahrscheinlich um 500. Das ist absolut dran, falsch. Ne? Es sind 5500. Xerath R hat 5000. Das ist im System falsch drin. Ja. Sprich, Aurelion Sol E hat mehr Range. Freddy, du hast es richtig beantwortet. Das ist ein Tippfehler. Richtig. Warum switch ich denn noch, was Alter? Richtig. Du nur hast wegen Solas Scheißgelaber, ey. Das ist ja Quatsch. Nee. Xerath 5k. Ja, endlich mal. Ja, ich dachte mir schon, dass ihr denkt, oh ja, Aurelion Sol eh hätte er ja nicht genommen auf Rang 1, wenn es mehr hätte. Ach, hab ich. Ja, genau. Mein Gott. Genau. Aber hast du uns in die Falle gelockt? Ja, hab ich euch in die Falle gelockt. Außer mich, ne? Außer dich. Und ja, du spielst ja wahrscheinlich auch beide Champions super oft. Wenn ein Eichhörnchen wäre, würde er auch von der Nuss wegrennen. Ganz genau. Damit er eben nicht gefangen wird. So, na gut. Ja, Chat ist komplett verwirrt. Ja, ich hab's nicht 5-mal erklärt gerade. Das ist in Ordnung. Ich hab alle beschissen. Und wir gehen zurück zu Followern, aber diesmal auf Twitch. Ich würde von euch gerne wissen, welcher diesen beiden... Okay, es sind jetzt vielleicht nicht unbedingt League-Influencer. Aber wer hat mehr Twitch-Follower? Ganz einfach. Maluna oder Nico Linke? Ich glaube, das weiß ich, weil ich das for some reason vor kurzer Zeit erst gecheckt habe. Ich weiß nicht mal warum, aber... Es wäre jetzt peinlich, wenn es falsch ist. Ich weiß, wie viel Sola hat und ich weiß auch ungefähr, was Buzzard hat. Und ich habe keine Ahnung. An Twitch-Followern? Das ist so eine Sache, da habe ich auch nie einen Plan, tatsächlich. Kennt ihr eure Twitch-Follower, eure eigenen? Ja. Nee. Also grob, ja. Steht doch ja, weil ich einen Meilenstein hatte. Nee, guck ich mich nicht an. Nee, aber das kann man doch ausstellen. Also, ich habe das vor langem ausgemacht, deswegen weiß ich auch nie, wie viele Follower ich habe. Ich hab allgemein alle Stats da oben ausgemacht, weil das ist immer so auch. Nervig. Bei mir steht nur, wie lang der Stream an ist. Mehr nicht. Warum bist du da? Flipp den Hustensaft, Katar. Freddy flippt die Münze. Du sagst der Kopf. Kopfzahl, was? Bild, ne? Ich sag, Kopf von Sola. Ist Sola. Okay. Und das ist Kopf. Scheiße, ich bin bei Freddy. Ich weiß nicht, Alter. Okay. Freddy hat auch eingeloggt. Gucken wir uns die Antworten an. Oh, diesmal ist Brücke. Sola hat, glaube ich, so 311.000, würde ich sagen. Ich habe 300. So viele.
340? Dann Solar gibt's halt schon immer. Aber du hast doch den Valorant-Hack gehabt damals, wo du 50.000 gecheatet hast. Ja. Ich glaube, ich habe 350 und Mazat hat irgendwie 310 oder so. Mazat hat auf jeden Fall vor ein paar Monaten mal 200 geknackt. Absolut richtig. Mazat hat 311. Und Nikolinka 349. Alter, das ist natürlich ein bisschen leichter für ihn gewesen. So. Aber, ja, du hattest recht. Kann ich die Participant-Seite einmal refreshen? Geht das? Ja, ja, kannst du easy machen, klar. Dann wirst du ausgeschlossen. Ich krieg die Musik nicht mehr aus. Auf Dauer finde ich die ein bisschen anstrengend. Ja, kannst einfach refreshen einmal. Warte mal. Darf ich kurz gucken? Ja, die Münze, Freddy, die Münze, die hatte ich nie enttäuscht. Der Hustensaftkarton war's, ne? Ich hab's denn los, 1000 nur. Ich hab nur, ja, ich auch. Ich hab gerade auch geguckt. Ich hab auch nur 200.000, oder? Hey, ich hab 50, was beschwert ihr euch denn? Naja. Wie lange streamst du denn, Kani? Naja, also so. Also, ernsthaft, dass seit 3 Jahren. 50k gemacht, gehasselt hat, Kani? Wie lange damals für 50k gebraucht haben? Ja. Kommt die Musik über das Browser-Ding, über OBS? Weil die Musik bleibt bei mir an, auch wenn ich die zumache. Nee, die kommt über die Participant-Page. Aber die bleibt bei mir an, auch wenn ich die zumache. Ah, ich hab dann kommt die bei dir wahrscheinlich über irgendwas anderes. Er ja. Hat sie zweimal offen. Passt wieder, ja? Ja, ja. Ich muss wieder den Chat abdecken. Easy. Jetzt. Ich glaube, niemand würde gerade denken, Freddy, dass du auf den Chat guckst. Danke. Vielen Dank. Sieh, okay. Wenn man ghostet, dann mit Absicht trotzdem in den Trap-Face checkt. Ja. Okay. Ja, nächste Frage. Zwei Champions. Einer davon kostet mehr Riedepunkte. Welcher ist es? Cassiopeia oder Akali? Akali oder Cassiopeia? Einflusspunkte oder Riot Points? Ich glaube Riot Points. Aber ist es nicht ähnlich? Ah ja, Riot Points, klar. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, Riot Points. Das kann ja nicht gleich sein. Das wäre ja BM. Das ist gleich. Ich glaube, ich habe noch nie einen Champion mit Riot Points gekauft. Geringverdiener. Vielleicht ist irgendwie ein Champion gerade im Sale seit gestern und Bless hat reingenommen, oder? Die Frage ist nicht von mir. Es gibt so 5-6 Fragen, die nicht von mir sind. Ich glaube, ich habe eine Logik und die könnte übelst smart sein oder richtig dumm. Ich weiß genau, welche Logik du hast. Die haben wir, glaube ich, alle. Ja, ich glaube auch, dass wir die alle haben. Echt? Was? Welche Logik habt ihr? Logik für Lola ist. Wo ist der Umstand? Locken wir einen, 3, 2. Das ist was Gutes, wenn ihr die gleiche Logik habt wie ich. Ich flipp mal. Ihr habt. Hä? Alle, du. Scheiße, wir sind bei Freddy, das ist Akali. Weil. Ja. Ja, also was eure Logik war, wahrscheinlich, welcher Champion ist später rausgekommen, oder? Genau. Ja, das Akali war relativ halt einfach und deswegen ist es auch absolut richtig. Es ist natürlich Cassiopeia. Cassiopeia ist später rausgekommen. Ja. Was kosten die in Blue Essence? 4,8, oder? Oder? Ich glaube, Akali 3 oder sowas. Cassio 4,8. Ah, okay. Irgendwie sowas. So. Nächste Frage: Geht wir ins Spiel rein? Könnt ihr wissen? Besonders schlauen Leute. Wir haben 2 Champions mit Rang 3 Ultimates. Ich will von euch wissen, welcher dieser beiden Champions mehr Grundschaden auf sein Ultimate hat. Ein vollgechanneltes Nunu Ultimate oder ein Syndra Ultimate mit 7 Orbs. Base Damage, ne? Base Damage. Level 16. Rang 3. Boah. Warte, das Nunu-Bild sieht so süß aus, ne? Voll. Ist dieses Spiel eigentlich schon draußen? Nee, oder? Das Song of Nunu? Ich glaube, das kommt erst noch. Keine Ahnung. Hashtag Werbung. Okay, lock dann 3, 2, 1. Auch wieder eine Theorie. Ich habe auch wieder eine gute Theorie. Oh, jetzt wird's spannend. Oh, what? Entweder Kani geht jetzt voll weg. Oder ihr schließt. Shit! Sünder hat noch viel mehr mit AP scalen, also. Ja, meine Theorie ist zum einen, ich glaube, Nunu scaled auch krank mit AP, aber ich glaube, Syndras Ult hat ja inzwischen den Execute durch das Rework und ich glaube, deswegen ist ihr Base Damage runtergegangen. Wäre meine Vermutung. Ich kann euch sagen, dass es knapp ist und beide sehr viel Grundschaden auf ihren Ults haben. Und auch ein gutes Scaling. Osphäre. Also, ist so ein. Also wenn sind auch Nunu ohne Ulti Equip vorstellt, der full durchzieht und eine Syndra ohne Equip, dann würde ich immer denken, dass der Nunu mehr Damage wird. Du kriegst der Nunu, halt, du kriegst halt keine selten 7 Bälle mit Syndra und Nunu ist halt AOE, ne? Ja, du kriegst bei Syndra ja Twist Ultimate direkt 3 oder 4, glaube ich. 3 Stück und du brauchst nur 4.
Ja? Was trotzdem nicht, ja, nicht super leicht ist. Aber du kannst ja 2 storen, glaube ich, mittlerweile. Ja. Ja, also Sindra macht mit 7 Bällen 1190 Schaden und Nunu 1275. Jawohl, macht mehr. Kani verliert hier einen Punkt. Scheiße. Wir sind an dir dran, Kani, wir sind an dir dran. Ja, ich bin auch an dir dran. Ja, du holst so ein bisschen auf gerade, ne? Warst ja schon mal weiter. Aber dass es so knapp ist, crazy. Ja. Ist oft sehr, wenn man bedenkt, dass Nunu AOE ist, ne? Ey, mein Reasoning war einfach, dass Syndra Season 12 oder Season 13 angepasst wurde und dass sie deswegen brachial viel Damage hat. Aber das hat Syndra Base Damage verloren durchs Rework? Wahrscheinlich, keine oder? Ahnung. Ja, das wegen Execute und den anderen Buffs, den sie gekriegt hat. Ist trotzdem noch krass viel Base Damage, oder nicht? 1200 crazy, fast? Ja. So. Aber ich glaube, du kriegst ja, also 7 Bälle ist halt schon. Und du kriegst ja pro Ball krass. Kriegst ja auch 17% Scaling um rauf, sprich, wenn du das hochrennst, ist ja auch krass. Ja. Kann man überhaupt 7 Bälle haben? 120. Ab einer gewissen, ab einer gewissen CDR, maximal. Aber du brauchst wahrscheinlich 80 Ability-Haste oder so. Also ich weiß nicht, ob man 7 Bälle haben kann, ne? Du kannst ja so 2 Bälle legen, einen hochheben, dritten Ball legen, vierten hinschmeißen und dann ulten, oder nicht? Du kannst 2 legen und du kannst den ersten, der ausläuft, mit der W quasi resetten, genau. Die Duration. Aber dann den dritten legen, genau, W hinschmeißen. Genau, Ability-Haste haben, dass der dritte kommt. Ja, hast du 120% AP-Scaling drauf, so. Shepard schon rein. Was auch rein scheppert. Nee, es ist keine Überleitung. Welcher der beiden Spieler hat den längeren Namen? Fertig. Die scheppern beide nicht rein. Beide haben einen Echtnamen, ne? Es geht nicht um den Spielernamen, es geht um den Klarnamen quasi. Um den Vornamen, den Nachnamen und alle Zweitnamen. Also alle, weiß ich nicht. Oh, nennt man das denn? Ja, soll man die denn wissen? Bitte. Beide haben welche, kann ich euch verraten. Sieben Zweitnamen, oder? Ja, das ist. Und das Leerzeichen sind auch mit reingezählt, ne? Leerzeichen zähle ich auch mit rein übrigens. Ist ganz wichtig. Boah. Martin, Sven, Jörg. Holgersson. Holgersson. Diverson. Dann durchrechnen. Ich wusste gar nicht, dass Rektis noch mehr als einen Vornamen anscheinend hat. Ich weiß es actually wegen 2017 Arena of Valor Gamescom, Sola. Aber da war doch nicht, da war ja X-Packe dabei, nicht Rektis. Jo. Ja, aber das heißt, du weißt ja nicht, wie lange der Rektis-Name ist. Kutscher ist einfach ein fucking Imposter in diesem Spiel, das ist unglaublich. Ja. Ich locke einen in 3, 2, 1. Vertraue Kutscher. Jeder Spanier hat 7 Nach- und Vornamen. Das ist auch. Enrique Iglesias Cojones de la Madre. Naja, also XPK hat. Pass mal auf. Ich kann dir sagen, dass der Kollege links heißt wie? Weiß das jemand? Martin Larsen. Vollnamen. Martin Larsen. Genau. Die Zweitnamen kenne ich nicht. Ja. Er heißt in Wirklichkeit Karl Martin Erik Larsson. Oh shit. Karl Martin Erik Larsson. Und der Kollege auf der rechten Seite heißt Enrique Cedeño Martinez. Oder so. Das ist close. Das ist sehr knapp. Aber es geht um die Leerzeichen. Der Kollege auf der linken Seite hat nämlich 24 Zeichen in seinem Namen und der Kollege auf der rechten Seite 23. Oh. Ohne Leerzeichen sind es nämlich bei beiden gleich viel, aber ich habe die mit reingenommen. Sprich, deswegen habe ich spezifisch dazu gesagt, Kollege Reckless hat mit Leerzeichen einen längeren Namen. Kriegt keinen Punkt. Ha. Ja. Karl Martin Erik. Ich heiße Jan Philipp. Der ist Carsten. Klassisch. Carsten in der Mitte? Ja. Nico Carsten Linke. Nico Carsten Linke. Ja. Das passt auch so gut zum Torwart, ne? Carsten. Ich keine Zweitnamen. Nee, meine Eltern haben mich geliebt, tatsächlich. Ich habe auch keine. Kani auch keine Zweitnamen. Nee, auch eher Liebe. Okay. Bei mir lag es nicht an der Liebe, aber ich habe auch keinen Zweitnamen. Okay. Gehen weg von Namen. Zurück zu. Champion-Statistiken. Ich will von euch wissen. Da steht das Ding nicht dabei. Okay, ich glaube, ich habe es im Kopf. Das ist hier die Banrate von Champions in Eisen. In Eisen? In Eisen. Jetzt kommt ein Banger. Auf Patch 12.23. Auf Patch 12.23. Wer hat eine höhere Banrate? Master Yi oder Blitzcrank? Beide wahrscheinlich bei 80%. Ja. Boah.
Crank hätte ich gar nicht erwartet, dass der so hoch ist. Ich weiß noch, in Season 1, 2, da waren doch auch immer Blitzcrank, Shen und Malphite. Und Amumu. Waren so die Champions mit den meisten Bands. Und Sodia. Aber wer bennt denn Blitzcrank? Nee, anscheinend Iron-Spieler. Du hast Master Yi, Mordekaiser und Garen und so? Zed hat auch eine sehr hohe Bannrate. Wir locken mal ein in 3, 2, 1. Oh, Nico Linke, das war letzte Millisekunde gerade. Wir haben ihn überzeugt, wir hätten Nico abstoßen können. Da habt ihr ihm einen Punkt gerettet, weil Master Yi in der Hälfte aller Games gebannt wird und Eisen hat 42,5% Bannrate. Leute sagen immer, man kann mit Master Yi super gut aus Loyalo rausklimmen, aber ich glaube, man kann ihn einfach gar nicht spielen, tatsächlich. Aber dass Blitzcrank trotzdem fast in jedem dritten Game gebannt ist, ist für dich trotzdem richtig hoch. Mhm. Dafür, dass... Ja. Macht man Coaching, jemand, der unter Gold ist und der wird dir sagen, ich kann nicht gegen Blitzcrank spielen. Jeder sagt das. Ja, das sag ich auch. Warte, ich habe euch keinen Punkt gegeben gerade, oder? Nee, habe ich nicht. Aber wie ist das von der Statistik? Punkt. Also, wenn jetzt quasi, also die Bun-Rate bedeutet pro Champ-Select, right? Was heißt, wenn beide Seiten des Bands, zählt es trotzählt, nur als ein Band? Mehr. Das zählt mehr, glaube ich. Gehen. Weil du kannst theoretisch über 100% haben, soweit ich weiß, in Statistiken. Gab's das schon mal? Dass ein Champion über 100% haben? Ich glaube, das gab's bei dem Bug-Galio mit dem AP-Bug, gab's das doch, oder? True, als der Rebirth, als er alle geone-shottet hat mit seinem komischen Dingens, ne? Irgendwann kam das schon mal vor, glaube ich, weil sich Leute da gefragt haben, warum der Champion über 100% Banrate hat. So. Ich noch relativ gut dran erinnern. Mhm. Wir gehen zurück zu Items und Item-Kosten. Ich würde von euch gerne, wir haben vorhin gelernt, was Goldeffizienz ist, Nico Linke, ne? Richtig. Und die Frage, die ich jetzt stelle, ist, welches dieser beiden Items eine höhere Goldeffizienz hat, auf die Base-Sets bezogen, ne? Item-Effekte können nicht genau kalkuliert werden, sprich, es zählt nicht mit rein. Nur die Base-Sets quasi. Wie aktueller Goldeffizient, oder nächster Patch? Aktueller, ne? Aktueller natürlich. Welches Item hat eine höhere Goldeffizienz? Ja, wir sind auch nah aneinander. Nochmal fürs Nachfragen. Also es zählt nur Raw Stats. Raw Stats auf den Items, ja. Okay, das wird benutzt für Gold Efficiency. Du hast... Weiß ich nicht. Da gibt es jetzt aber auch ein potenzielles Bait-Window. Ja, glaube ich auch. Mein Axiom Arc wird nächsten Patch super hart gebufft. Ja. Das kann ja nicht stat-gut sein, dann. Ja, aber... Naja, aber du musst... Passive ist halt wichtig bei Lich Bane. Es ist dumm, das jetzt zu sagen eigentlich, aber Lich Bane gibt halt so viele Passives. Ja, aber ist es nicht so, dass... Es gibt nur einen Passive. Lethality ist doch ultra wenig Gold wert, weil es anhand von Dirk berechnet wird, oder? Also die Cost-Efficiency von Lethality ist einfach Shit. Aber Lich Bane gibt ja auch noch Movement-Speed und das zählt ja zum Beispiel auch nicht mit rein. Was zählt Movement-Speed? Wie viel Gold-Effizienz? Movement-Speed zählt. Ach so, zählt das unter... Ah, okay, das zählt mit rein. Wenn auf dem Item Flat Movement-Speed ist, wird das anhand der Boots berechnet, ja. Ah, okay, gut, okay. Das ist ja kein Flat, das ist ja prozentual. Ich hab mich schon gesehen. Hände sind oben. Ah. Einen in 3, 2, 1. Also ich glaube, das Ding ist das nicht so, dass Lethality bei Cost-Efficiency nichts wert ist, weil das anhand von Dirk berechnet wird und bei... zu 50 Gold für 10 Lethality. Das heißt, in der Berechnung sind 10 Lethality 50 Gold wert nur. Aber beim Lich Bane, das Sheen fällt komplett weg und Sheen alleine, der Lich Bane-Effekt hat über 1000 Gold Value. Ja, ich glaube, beide haben irgendwie so 85%. Ich glaube auch, dass beide super, super schlecht sind. Ja, beide haben unter 100, kann ich schon mal sagen. Hm. Bitte, Axiom Arc. Axiom Arc kriegt halt jetzt 8 Lethality drauf. Ne? Dann ja, genau. Ja, mach mich stolz, Axiom. Lich Bane hat eine Goldeffizienz von 49,0. 89,04%. 49 wäre krass. 89,04. Axiom hat weniger, Axiom hat weniger. Und Axiom Arc? Nee, das wäre 91. Dadurch, dass der... Ne, 91 jetzt nicht. Oder das Item muss terrible sein. Nocturne hat mit dem Item irgendwie 5% weniger Winrate als mit Strikebreaker oder so. Ja. Kann dir, glaube ich, auch so ein bisschen erklären, woran es liegt, weil selbst wenn du es triggerst, das Ding, oft Value einfach nicht rauskommt, weil du dafür das Ulti wieder auf Cooler benutzen müsst. Das passiert oft einfach nicht. Ja. Lich Bane hat so viel Goldeffizienz in seinem Passive, dass die Raw-Stats einfach weniger sind auf dem Item und deswegen hat Axiom Arc mit 96,11% deutlich höhere Goldeffizienz. Lich Bane ist sehr, sehr schlecht tatsächlich. Die scheiß Patch-Notes für nächste Woche haben mich gebaitet. Einfach super, super viel Gold für noch nicht 8 Lethality. Ja, genau. Dachte ich mir, komm, das muss terrible sein.
Ja. Ich meine, die meisten, also die richtig guten Mythics und so, die haben schon normalerweise über 110% Goldeffizienz. Ne? Sprich, kommt halt darauf an, was das Passive wert ist. Und Eximark ist aktuell einfach ein bisschen understated wahrscheinlich. Understated. Oder? Bitte? Ich glaube, die Lethality haben, alle unter 100. Weil sie halt so viele Raw, weil die Stats halt so, also das ist halt einfach nur, du kriegst halt nur AD und du kriegst nur Damage und Damage und Damage, weil die so perfekt sind, die Stats. Ich glaube, die haben alle so um die 100 maximal. Kann ich kurz mal nachgucken. Es kann ja noch mit Leveln, oder? Ja, so Umbral Glaive zum Beispiel 107%, also es geht das schon. Das ist halt lächerlich, so. Ne? Dass Umbral Glaive über 100 hat, ist ja absolut lächerlich. Dustblade hat auch über 100, Prowler's Cloud über 100, die haben schon über 100. Scheiße doch. Erzählt, schade. Ja. Aber die höchsten sind meistens so Flat AD Items. Ja, ich AD glaub, halt einfach krasse. Sehr gute Items. Weg von Goldeffizienz hin zu Mastery Points von One-Trick Streamern. Wow. Einmal wieder ein Master Yi-Spieler. Ja. Auf Mango oder mit Mango. Und dann haben wir einmal den Niederlich-Spieler. Typ Feichtinger. Ich würde gerne wissen, wer mehr Mastery Points auf seinem Champion hat. Oh, was ist das denn? Ich weiß gar nicht, also wie süchtig ist Mango nach League? Ja. Offensichtlich habe ich auch nur den Haupt-Account benutzt, den Main-Account. Boah. Wie viel streamt Mango denn so? Der ist ein Rarity-Streamer. Viel, oder? Aber er streamt schon viel League, oder? Ich finde die Bilder übrigens sehr geil. Die Bilder sind wirklich nur meist. Würde Tim. Leite ich weiter an Carla, ich weiß nicht, woher die sind, ob die selber gemacht worden sind, aber. Hat sich bei Mango viel mehr Mühe gegeben. Ja, Mango und dann. Ach, kein Bock mehr. Ja. Tim ist eher so splashert aus 2009. Bei Niederleben splashert siehst du unten in der Spiegelung die Katzenform, das habe ich noch nie gesehen. Krass, ja, oder? Hat sich jemand richtig was gedacht bei? Aber hat die drei Augen? Ach nee, das ist so ein Diamant, ne? Bitte locken Sie Ihre Antworten ein. 3, 2, 1. Okay. Du hast wahrscheinlich auch die genauen Mastery Points dann parat, ne? Natürlich habe ich die parat. Mango Philipp hat gesagt, Mango ist Variety Streamer, aber der streamt schon. Ja, das war ja Bay, damit die 80%. Auch okay, ja, 80%. Ich glaube, Unlucky spielt schon seit Season 1 oder so. Ich sagen, aber Mango auch. Ja? Ja, aber Season 1 gab es noch keine Mastery Points. Also gab es da keine Mastery Points und Tim hat eine lange Pause jetzt gehabt. Und Tim hat auch ganz viel die Sinn, ganz viel. Da gab es keine Masteries. Und auf Smurfs zockt er. Und Scheiße. Philipp ist Tim hat wirklich Hochzeit gewieft. Über 1000 Ranks pro Season auf dem Niederlege gehabt, glaube ich. Also der war gottloses Niederlege-OTP früher. Ja, bei Mango auch. Mango sagt aber gab es da schon Mastery? Ja, ich glaube schon. Also als der bei. Als ich mit dem. Mango hat ein Schwert. Ein Master Yi-Schwert zu Hause. Weißt du, von wann die Mastery Points sind? Ich hab bei dem aufs Profil, im Client aufs Profil drauf geguckt und da die Mastery Points rausgelesen. Das ist ja akkurat, oder nicht? Ja. Ja. Ja, gut. Da kann ich euch sagen, Mango Variety Streamer zu nennen. Ja, ist schon ein bisschen Variety auch, aber das streamt schon hauptsächlich League of Legends. Das war alles Bait, please. Das war Bait, weiß ich. Ja, Philipp, du bist so schlau, aber es hat nicht gereicht. Die Frage richtig spannend geworden. Weil Unlucky V auf Niederli 2,2 Millionen hat und das sind viel mehr als Mango hat. Scheiße. Ja. Ich habe Tim nämlich neulich sogar noch gehört, wo er im Stream gesagt hat, er hat über 2 Millionen. Und 2 Millionen Master Points sind so gottlos viel. Geht. Ich finde das tatsächlich Games, sogar relativ oder? Krass, weil ich hab ja selber noch fast 1 Million auf Riven und ich spiele die seit 5 Jahren nicht mehr gefühlt. Was hat Kani most played, guys? Was setzt ihr? Kani hat locker Lux. Fresh, oder? Kommt die Frage noch? Nee. Nee, bei mir ist es Thresh und ich habe mit Thresh, glaube ich, auch irgendwie knapp über 1 Million. Dann so eine Winrate? Ach du Scheiße. Das ist 1,4 Millionen mit Thresh. Ich habe den Season 5 bis Season 7 habe ich nur Thresh gespielt. Ich weiß so, wie viele Fragen? Also wir müssen ein bisschen zahlen. Wir haben ja nicht mal, wir haben ja die Hälfte gerade der Fragen. Das ist ja, dauert schon wieder lange hier. Aber vor allem, wie knapp wir beieinander sind. Ein bisschen Gas jetzt, Freddy holt aber auf. Ne? Ich würde jetzt noch nie lachen. Wird nur nicht lachen. Wie war bei Brainlag letztens? Freddy und Philipp, die waren auch sehr weit hin. Haben die da war Miracle Run gestartet. Komm ich in meinen Account rein? Er hat einer 3 Millionen auf Galio. Boah, Junge. Galio aus so ein Chat, warum? Wann kamen denn die Mastery Points überhaupt? Mal um die Frage zu beantworten. Season 6 oder so, wahrscheinlich. Wenn ich so viele Mastery Points habe, und ich habe ja Season 5 und 6 noch Riven gespielt, glaube ich, aber danach nicht mehr. Ja, wieso habe ich denn so wenig? Voll lange, ich check's nicht.
Ja, das check ich auch nicht. Ich komme auch nicht. Fünf. Fünf sogar. Der Server ist down. Ist der Server da? Ich komme nicht in meinen Account rein. Ja, ja, ich auch. Wir sind gebannt. Ja, wir machen mal weiter, ja? Ja, 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 sorry. Mach mal weiter, ja. Okay. Ja, ich brauche noch ein paar Punkte. Wir gehen in die First Division der Prime League. Da sind spezifisch wir zu Hause, die 2220 ja. Summer Season. Da war die noch nicht zu Hause, das weiß ich. 2022 Summer Season, da haben ja wir sogar noch mitgespielt. 2022 Summer Season, aber von der. Oh, da steht. Nee, warte, First Div ist das, was ihr gespielt habt, ne? Pro Div ist ja die oberste. Ja. Nein, nicht mehr. Ja. Jetzt heißt die First Div die höchste. Jetzt ist die höchste die First Div, ja. Ich dachte, es wäre Bait und es kommt jetzt so, wer hat mehr First Div Games, weil wir ja auch mal First Div gespielt haben, als sie noch so hieß. Ist es, aber das ist jetzt erst geändert worden, ne? Das war. Ja, ne, schon länger, jetzt ein Jahr lang. Echt? Ja, oder? Ein Jahr lang. Also, ja, zwei halt. Wahrscheinlich schon eher, oder? Ich glaube, ein Jahr. Nö, seit dem Eintracht-Spandau auch drin ist, heißt es First Div. Also seit letztem Jahr. Ha. Und davor war es Pro Div. Warte, da muss ich ganz kurz mal checken, ob ich dann vorher was zueinander gebracht habe. Ey, ist ja auch scheiße betitelt, ganz ehrlich. Ich komme voll durcheinander die ganze Zeit. Okay, nee. Also ich habe First Div hier drin stehen, aber es ist die Liga gemeint, in der ihr spielt. Ja, also die. Die höchste, oder? Second Div, dann war die zweithöchste. Okay. Die zweithöchste, okay. In der ihr gespielt habt, quasi. 2022 Summer. Okay. Das ist nicht die höchste Liga, sondern der, in der ihr gespielt habt. Wäre sonst ein bisschen affig. Okay. Also in eurer Prime Summer Season 2022, in der Second Div, richtig? Wer hat mehr Kills pro Game? Corki. Es ist nicht Vego, weil da gibt's keine echten Vegos. Ich verstehe nicht. Nee, das ist bloß, weil Argurin immer gesagt hat, wir müssen kein Vego bannen, weil in Second Div gibt's keine echten Vegos. Er spielt gegen echte Vegos und wir wurden von jedem Vego weggerotzt. Ja, die Sache ist, Corki hat halt fast niemand gespielt, ne? Eben. Ich könnte mir vorstellen, Corki von dir war und du hast 20 Games im Game und das war's. Ich kann nochmal nachgucken, aber ich glaube, ich habe nur Champions genommen, die auch mindestens 10 Games haben oder so. Du bist ja Prime League 2022 Summer Season. Das ist ja dieses Jahr die Summer Season der höchsten Liga, richtig? Aber nur Season oder auch Playoffs? Nee, der ihr spielt, das habe ich gesagt. Er meint Second Div. Er meint da, wo wir gespielt haben. Wir spielen ja Third Div, oder? Das Problem ist, auf LoL Fandom kam das nicht an. Da steht immer noch Pro Div und First Div. Die haben den Change gar nicht gemacht, quasi. Was für okay, also das ist die zweithöchste deutsche Liga. Das ist No Way Corki, ja. Basically. Okay. Okay. Ja, ja. Hat No Way mehr Kills als die gesamte Liga auf Viego. Nee, mehr Kills pro Game. The average. Ach so. Das Ding ist, ich glaube. Ich prüfe das nochmal nach, wenn ihr ein bisschen drüber redet. Ja? Nur damit wir Tipp, dankeschön. Ich bin für dich da. Lama Bär nicht mal so ein absolutes Pop-Off-Game auf Viego gehabt, wo der so fast 30 Kills hat oder so? Ja, aber dann gab es auch andere Leute, die Viego Mitte Videos gespielt haben und 0-17 gegangen sind. Auch stark. Das zieht natürlich den Averager wieder runter, weil es gab so eine Viego-Midlane-Zeit in der First Div. Frage ist, zählt Playoffs mit rein, Blesk? Summer Season. Nee, Summer Season zählen die Playoffs nicht mit rein. Ah. Okay, in OR komplett gesackt, theoretisch, ne? Auch wieder wahr. Ja. Ich sag einen, also ich glaube, wenn das Schimmer sagt, dann sage ich nur Akremi. Ja, an den kann ich mich auch erinnern. Ach, jetzt darf also, ich auch, das ist ja so dumm gemacht. Nee, Kami will seine Führung zurückholen. Akremi. Hört nicht auf ihn. Der Corki wird halt Corki so wenig OTP gespielt. Der wird einfach so wenig gespielt. Ja, aber genau deswegen kann es der Corki easy sein. Weil das sind dann 10 Games, genau, wo du komplett aufgepoppt bist. Es gab so wenige Corki-Games. Okay. Also ich kann euch sogar sagen, wollt ihr wissen, ich gebe euch einen Tipp. Ich kann nicht sagen, wie viele Games die Champions haben. Ja. Hilft euch das? Ist das gut? Ja. Ja. Diego hatte 29 Spiele. Nee, warte, das sind. Ah, ich bin dumm, das sind Bans. Ne? 29, trotzdem 29. Beides 29. Und Corki hatte 24. Das ist nicht so weit auseinander. Wow, was? Corki hatte 24 Spiele. Ja. Und ich habe Fake-Informationen durchgegeben. Die Namen sind angepasst, aber es ist ein bisschen komisch aufgeteilt, deswegen hat mich das einfach verwirrt. Aber die haben das angepasst. Ja. Beide haben fast 30 Games und wir suchen mehr Kills pro Game, also im Durchschnitt. Und ihr habt alle eingeloggt und das gucken wir uns jetzt an. Außer ihr wollt noch flipfloppen. 3, 2, 1, zack. Nico Linke hat gesagt Corki. Rest sagt Diego. Okay, ist gibt allerdings in der First Div, also in der zweithöchsten Prime League, keine echten Diegos und damit auch niemanden, der Kills macht. Corki hat 5,21 Kills pro Game
und Viego 4,83 und Nico Linke holt sich Punkt Nummer 15. Ja. Ich habe in die Viegos so reingeinfeedet und es war nicht gut genug für Corki. I can't believe it. Ja. Jetzt sind wir drei Leute auf 15. Stimmt, ja, es ist sehr knapp. Sehr knapp. Und einer auf 14. Sag mal, diese Münze 10, funktioniert auch überhaupt nicht. Ja, du hättest früher angefangen. Du hättest früher damit angefangen, glaube ich. Ich wär's dir andersrum ab jetzt, ja. Okay, wir bleiben direkt in der First Div, ne, in der ihr gespielt habt. Diesmal ist es, glaube ich, klar. Es ist sowieso klar, weil die Spieler drin sind. Welcher dieser beiden Spieler, jetzt habe ich es, hatte in den Prime Summer Playoffs 2022 eine höhere KDA? Kani oder Agurin? So, also, was ist das für ein furchtbares Bild, though? Ja, oh weiß ich nicht. Wie mein Hintergrund und dein Hinterkopf sieht. Musst du aufpassen, was man ins Internet stellt, Kani. Oh mein Gott. Ja. Das Ding ist, wir haben das sogar im Bootcamp, haben wir mal einen Schwanzvergleich gemacht, ne? Aber ich weiß nicht mehr, ob das der komplette Split oder nur Playoffs waren. Es geht ja nicht um eure Genitalien, es geht um eure KDA tatsächlich. Ach, ja, ich meine nicht. Weil in Playoffs hat Kani nicht so viel Nautilus gespielt. Und Braum. Und andere Midi-Champs, mit denen man viel sterben kann. Ich weiß eigentlich nicht mehr, was ich in Playoffs gespielt habe. Hat er von viel Nautilus gespielt oder nicht? Also ich. Wieder da, ne? Uiuiui. Oh, ich weiß nicht, ja. Alter. Okay, lockt einfach mal einen in 3. 2. Ich kann keine andere Antwort geben. Ich das wäre ein Skandal. Ich ja, ja. Ich das wäre Agurin hatte. Agurin hatte die beste KDA im kompletten Split von allen NNO-Spielern. Tatsächlich. Das weiß ich noch, als wir die Statistik angeschaut haben. Ja, aber Support-KDA geht einfach. Nee, ich hatte so viele Games, wo ich 2-10 rausgegangen bin. Playoffs ist der. Also, der Anfang des Playoffs Kani war ganz rough, sag ich jetzt. Wenn das die Playoffs sind, an die ich mich erinnere, dann muss Kani also eine 0, also unter 1. Hey, Kutta, hallo. Kutta, das ist Punktabzug. Nee, es kann nicht. Also Sola hat versucht, euch zu baiten, indem er sagt, ey, Kani hat kaum Melee-Champions gespielt. Außer Philipp ist niemand drauf reingefallen. Und damit kriegt Philipp einen Punkt, weil Kani 3,12 hat. Support hat eine höhere KDA. Einfach inflated. Er hat eine höhere KDA als andere. Ihr scheiß Loser. Leicht. Aber ihr habt alle keinen Glauben, nicht mal Kani hat an sich selbst geglaubt. Nee, weil ich kannte die Statistik KDA noch aus dem kompletten Summersplit und da hat der Aguri die beste von allen in den Ole an. Deswegen dachte ich, aber darum geht's ja nicht. Also es geht um die Summer Playoffs, die von Bröki gestartet wurde, das Kani intet, um seine eigene Performance hochzureden. Nee, also ist whatever. was soll ich sagen? Also Kani hat das ist ja Bullshit. Also Kani ist ein toter Stat. Jetzt, also Kani hat in der zweiten Hälfte der Playoffs angefangen zu spielen. In der ersten war er nur ein Goldsack. Aber was waren denn die ersten? Drückst du E auf irgendwas und kriegst 5 Assists. Was haben wir denn? Genau. Gegen Kit war das erste und dann kam Sprout, oder? Kit, Sprout und Frankfurt. Und erstmal habt ihr gegen TTT gespielt, oder nicht? Nee. Mit Verlaub? Nee, TTW wurde von Sprout gekillt. Mit Verlaub, das waren schon sehr schlimme Games. Du warst danach auch sehr viel besser. Ich beschwöre mich ja nicht. Ich sag nur, die Hälfte der Playoffs waren 0-10 jedes Game. Ja, ich weiß, deswegen bin ich doch auch überrascht. Du musst mich doch nicht überzeugen. Ich glaube, das ist halt, wie Kutscher meint. Du kriegst halt als Support in einem Fight 5 Assists und als Jungler halt nicht unbedingt. Also ich glaub, Agurin spielt Jarvan und stellt seine Standarten. On average ist Kani 3-mal gestorben pro Game und Agurin 3,5-mal und das ist so eine KDA dann ein bisschen runter. Kani hat halt einfach viel mehr Assists mit 9, das ist, was Philipp gesagt hat. Dadurch ist es ein bisschen inflated. Jetzt gucken wir uns nochmal ein bisschen Items an und Goldkosten und sowas. Ja. Willkommen zurück, falls Twitch wieder geht jetzt, Leute. Twitch war wieder down. Ja. Moin. Ja, servus. 2 Items. Einmal Fimbulwinter, weiß nicht, wie es heißt. Und einmal Anthemous Chains oder so. Brügge für dich, Ketten der Ächtung. Dankeschön. Ja. Welches Item ist günstiger? Ich habe das Links noch nie in meinem Leben gebaut. Oh doch, ich bin Terrick ODP. Ich kenne das nur von TFT, glaube ich. Ich weiß nicht, wie rechts kostet, aber ich habe keine Ahnung, wie viel links kostet. Ich glaube, ich weiß es.
weißt, wie viel rechts kostet? Ja. Ja. Haben wir es auf Kogma gebaut. Wow. Ich baue beide Items regelmäßig. Warum baust du beide Items regelmäßig? Ja, in der Fimas, Fimmelwinter. Wenn ich Taric Pike spiele. Aber Fimmelwinter ist kein Mythic, oder? Nee. Eines von nicht. Beiden ist. Ja, das Fimas auch nicht. Sorry. Sind ganz normale Epics. Das hat so hohe Kombinierungskosten, das Fimmelwinter. Heißen die Epic? Boah. Legendary Item, oder? Legendary. Aber ich hab schon gechoost. Ich hol mir auch kurz was zu trinken. Ich hab auch gepickt. Was sind das? Die zweite Komponente bei Ketten der Ächtung, Kutscher? Ist, Das sage ich dir jetzt nicht. Giant Belt, ne? Vielleicht. Und Kindle vielleicht auch noch Warmox. 1,7 und dann 800 Combine. Brauch jetzt Quick Math von dir. Welchen 3? Okay, du hast eh schon. Sehr gut. Eingeloggt. Philipp. Ich glaube, du warst aber sehr confident, ne? Ja, ich glaube, Fimbulwinter habe ich mich jedes Mal drüber abgefuckt, dass es arschhohe Kombinierungskosten, aber dass es ultra teuer ist. Weil ja, es ist ein Tier, es ist ein Kindle Gem. Es ist günstiger, ne, drüber. Günstiger. Oh nee, ich bin ja so ein Inter. Darf ich auch wechseln? Es ist zu spät, tut mir leid. Och nö. Das ist 2,5 und 2,6 ist es, glaube ich, ne? Oh, tut mir leid, ja. Philipp. Ja, toll. Das, ich hab Bayern sagen wir, was liegt, das pickt. Oh mein Gott. Und dein Locken pickt. Ja, hab ich die Frage leider falsch gelesen, ne? Aufgabenstellung, ja. Wie mein Lehrer sagen würde. Ja. Jetzt habe ich wieder gelacht, das heißt, ich fahre wieder auf die Sache Seite ist, hier. Hast du jetzt Unrecht, ja. Oder nicht? Wissen wir auch noch nicht. Ich bin mir 100% sicher, dass eine Fimas günstiger ist. Okay. Kann dir sagen, dass die fast gleich viel kosten. Echt? 2,5 und 2,6. Ich hätte gedacht, Fimbulwinter ist jetzt so 2,8 und Fimbulwinter ist 2,650. Tatsächlich habe ich überlegt, aber das bauen wir erst irgendwann die nächsten Male ein, dass es so ein paar mehr Möglichkeiten gibt bei dem Spiel. Und eine davon ist, dass man so Knopf drücken kann und dann einfach eine genaue Antwort geben kann, wenn man halt eine genaue Antwort hat. Das kriegt man einen extra Punkt. Hätte ich jetzt extra Punkte bekommen? Und damit hätte Freddy einen extra Punkt bekommen. Es ist nämlich 2,5 und 2,6 tatsächlich. Und er hat recht. Sprich, ihr kriegt ich habe gedacht, für mich wird das noch teurer. Ja. Sola ist noch nicht da, kriegt aber auch einen Punkt. Kann ich auch einen Punkt haben? Das ist ungefähr. Ach. Tut mir leid, Philipp, aber ich muss da mal hart bleiben. Ja, ich hab das letztens erst auf Maokai gebaut, Fimbulwinter. Das ist 400 plus 800 plus 400 plus 1000 ist das. Ja, 2,5, 2,6. Ja, Punktlandung. Kriegst leider keine extra Punkte, aber war. Ich hab das gebraucht. Absolut richtig. Also einmal. Jetzt. Wie klein sagt 2,7 beim Fimbulwinter? Ja, das tut mir leid, aber es sind 2,6. Ändert ja auch nichts. Oder? Ja, müssen. Oh mein Gott, es ist 2,7. Ist es 2,7? Das schreiben alle 2,7 bei mir gerade im Chat. Ja, aber dann haben sie es geändert, oder? Dann haben sie es teurer gemacht. Weil ich habe vorhin, jetzt sind es 2,7. Okay, es waren aber 2,6 vorher. Weil ich habe, ja, letzten Patch, 12,17, vorletzten Patch. Oder? Ja, ist auch 12,23. Sprich, vor ein paar Patches wurde es von 2,6 auf 2,7 erhöht. Ja, Combine-Cost ist hochgegangen. Es waren 2,6. Sind 2,7. Fehlinformationen. Aber, wurde vor 2 Patches geändert anscheinend. 12,7. Wir haben gewonnen, oder? So. Wir gewonnen, ja. Du hattest recht. Philipp hatte auch recht, aber der hat die Frage nicht richtig gelesen. Im Kopf. Eigentlich hat ihr alle recht. Okay. Nächste Frage. Ja, wir haben, wie viele Fragen haben wir noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja, sind ein bisschen über die Hälfte drüber. 15 Fragen haben wir noch. Ein paar von euch sind auf einem guten Weg, locker über 50% zu haben. Locker. Mhm. Ist bei dir auch drin, Freddy. Ist bei dir auch drin. Ich habe solche Angst. Ja. Ich kann hier Geschichte schreiben, aber leider im negativen Bereich. Ja, du kannst Negativgeschichte schreiben. Nächste weißt du vielleicht. Patch 12.23. Über alle Ränge. Welcher Champion hat eine höhere Pickrate? Miss Fortune? Oder Yasuo? Boah. Alle Ränge. Alle Positionen. Patch 12.23. Ist der aktuelle Patch im Endeffekt. Gibt es seit einem
Weiß ich nicht, wann der rauskam. 8. Dezember oder so, glaube ich. Auf jeder Position ist oder auf was für Position? Alle. Es geht quasi nur nicht um die Präsenz, aber halt, in wie vielen Games ist der Champion gepickt im Endeffekt. Problem ist, dass es so wenige AD-Carries gibt, ne? In welcher Edo? In allen. Alle. In allen. In alle Ränge. Also AD-Carries werden nur so. In welchem Spiel? TFT. Shit, ich hab gerade rausgetappt, ups. Suri. Ich hab gerade aus Versehen auf League of Crafts rausgetappt, sorry. Ja, ja, klar. Ich weiß, also tatsächlich weiß ich, wie hoch Yasuo in der Pickrate für die Mitte zum Beispiel ist. Ja, ich glaube also, mal, Yasuo kann man doch mittlerweile zwei, und in Low Elo. Eins. Aber es geht um MR spielt doch, MR spielt ja keine Sau gerade. Nee, Philipp, nein, zurück. High Elo, aber in sofort. Low Elo wird die ultra viel gespielt. Zu spät, Philipp. 30% Pickrate. Wie zu spät? So. Echt, ja? Ich hab's ja, schon eingeloggt. Ist ja mir generell eine höhere Mann. Pickrate, aber. Also ich weiß, dass Yasuo. Bevor du runtergezählt hast drüben. Okay, dann gebe ich dir jetzt die Chance, Philipp. Wenn du jetzt flipfloppen willst, dann flipflop ruhig. Wir haben okay, das sind jetzt 10-mal okay, ich mach das psychisch. Du hast jetzt gerade, habe ich gerade schon verkackt, weil ich Frage falsch gelesen habe. Jetzt würdest du mich nicht nochmal abfacken. Deshalb hast du das gesagt, weil ich richtig war. Und nicht wolltest, dass ich jetzt wieder verkacke. Und ich bleib jetzt beim F. Wer weiß. Aber du hast halt danach geändert. Na, ich habe das auf meinem Bildschirm gesehen, auch wenn du kurz davor gedrückt hast. Ich habe Strohlung erzählt. Sprich, du warst auf dem F zusammen mit Bröki. Freddy hat da einen ganz interessanten Ansatz gebracht. Er meinte, es gibt ja einfach wenig AD-Carries. Ja. Und MF ist auf dem Patch, glaube ich, über alle Ränge generell sehr stark gewesen. Und sprich, billiger MF hat, als ja so. Man ist wahrscheinlich billiger. Ja, MF hat eine extrem hohe Pickrate auf dem Patch. Was? Mit 28,5%, das ist was? Übel krass. Ja, so ganz weit im Abstand auf dem ersten Platz. MF ist so ein Low-Elo-Pick, weil die ja. Übel easy ist, aber die ist eigentlich komplett Horseshit. Also der Champion ist ja. Ja. Aber du kannst ja halt auch als Support spielen. Ne? So. Yasuo ist ja, in Midlane der meistgepickte über fast alle Ränge. Also oder der zweitmeistgepickte in Low-Elo und in High-Elo. Komplett mal. Aber das Problem ist, dass du auf der Mitte hast du nicht nur Yasuo, sondern du hast auch Yone. Mhm. Und du hast irgendwie so 10 Champions, die alle so 10% Pickrate ja, haben. Ja, und Z und sowas. Und generell. Auf AD-Carry hast du immer nur so 4 Champions und in Low-Elo spielen alle MF und Jinx oder so. Absolut Shit. Korrekt, Mann, und damit kriegen Röki und Kutscher einen Punkt. Na, Philipp, diesmal war ich hart, aber es hat dir geholfen, weil du danach einfach weggeswappt hast. Das hat nichts gebracht. Ja, ich Doofkopf. Ja, Doofkopf. Wollte nur mal die Regeln testen. Limit-Testing. Ja, nee. Wir bleiben da fair, aber gerecht. Fair, aber gerecht, gut. Richtig. Und deswegen habe ich dir vorhin gesagt, dass du nicht drauf gucken darfst, Nico Linke, weil ich von euch wissen will, welcher Rang eine höhere Spielerdichte hat, eine größere Spielerdichte. Silber 4 oder Gold 4? Und ich hab Iron. Boah. Ja, das bringt in dem Fall nix. In welchem Rang tummeln sich am meisten Spieler? Kann irgendwer von euch mal Stopp sagen? Stopp. 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 Ich hab eine Theorie. Ich habe auch eine Theorie. Wir haben alle dieselbe Theorie. Ja, wir sind alle gleich dumm. Ihr habt nicht alle dieselbe Theorie. Genau. Ich logge nämlich mal ein. Freddy, die geboosteten Victoria-Skins. Ja, ich glaube auch, dass die Leute bei Gold 4 aufhören zu spielen wegen Victorious, ne? Ja, und auch legit Elo-Boosting doch auch ein Ding ist, oder? Die Leute wollen einfach irgendwie... Prozentual ist Elo-Boosting so klein, das fällt... Ja, aber die Leute wollen alle irgendwie Gold kommen. Die meisten Spieler... League of Legends Solo Queue. Tummeln sich. Gold ist schon echt hoch eigentlich. In Silber. In Silber, aber nicht in Silber. Aber Silber 2, glaube ich, war es, oder? Ja. Aber nicht in Silber 4. Gold 4 sind mehr. Sinn. Mit 12%. Silber hat generell am meisten Spieler. Hast du jetzt wieder gewürfelt? Aber oder? Gold 4. Ach du Scheiße. Gibt es 1% mehr, mehr Player. Größere Spielerdichte, damit kriege ich alle einen Punkt, außer Freddy. Aber ich muss ganz ehrlich sagen. Also. Ich gehe jetzt immer auf, also gegen das Mindgame und das ist immer dasselbe, muss ich sagen. Das ist immer der Bait. Aber das gewesen. War das ein Bait gerade? Ich hätte gerade der Bait ist Silber. Weil also der, nee, der Bait ist ja der Durchschnitt ist Silber 1. Also denkst also, und dann denkst du, Silber ist der Durchschnitt. Aber dann ist immer der Bait gewesen bis jetzt. Ja.
Stimmt, Silber 1 ist, ja genau, da habe ich vorher nachgeguckt. Silber 1 ist der Rang mit den meisten Spielern in den ganzen Spielgewinnen. Meisten Spieler sind in Silber 1. Ja, aber in Gold 4 ist mehr los als in Silber 4. Bitte? Achso, ja, nee, ich bin dumm. Nee, größere, also im Vergleich, also Gold 4 oder Silber 4. Ja, ne? Aber so. Generell am meisten Spieler sind in Silber 1. Okay. Die Punkte gegeben? Ja, habe ich. Das ist ein richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen hier. So. Dann will ich von euch einmal wissen, Freddy ist auch dabei, wer in League of Legends höher gepiekt ist. Zwei Spieler. Einer davon bin ich. Hm. Der andere ist Solo-Gesang. Oh. Hä? What? Solo war auch mal richtig Haedo. Aber Fless hatte, glaube ich, auch eine Zeit, wo er mal richtig... Fless, das Bild von dir sieht insanely gut aus, by the way. Also nur so, ne? Also. Dankeschön. Ich kann nicht. Ja, Solo-Gesang war sehr gut in TFT. Der ist auch sehr gut in League, kann ich auch sagen. Solo hieß doch Who You oder so hieß der doch in League, oder? Der hat der, ja. Nee, der hat aber auch Solo-Gesang, war auch... Ja, aber davor... Ihr solltet immer, nachdem ich eingeloggt habe, drüber reden. Könnt ihr natürlich vorher drüber reden. Ja, aber ja, lockt mal ein. Der Name liegt ja nicht. Ja, ich sag's euch. Das ist was mich überrascht hat. Ich wusste es nämlich gar nicht. Solo war ihr wisst es anscheinend, der war Rang 1 Challenger, ja, der war Rank 1, wusste ich nicht. Solo war die ganze Challenger und übel weit oben. Wusste ich nicht, dachte mir so, ich pick das raus, ich hab so auf PGG nachgeguckt, war so Platin, dachte mir, ey, da check ich nochmal nach, frag ich im Stream, ist unten so drin, ja, Rank 1. Okay, klar, ja, genau. Du bist auch Rank 1. Ja, aber ihr wusstet es, ich war Rank 1 dann, ja. Geht ja nicht um den League-Rang, ne? Aber was war dein Peak? Master, oder? Ja, Master, aber ich glaube, höher, ist, ja. Theoretisch höher war Diamond 1,99. So. Ja. Prozentual in war Season, das aber Season 3. In Season 3 war das der höchste Peak. Hm. Ich war mal kurz vor der Challenger-Promo. Ganz kurz vor. Gute alte Plus-Null-Zeit. Wir haben dreimal, da haben wir sogar noch zusammengespielt. Und da habe ich irgendwie dreimal Plus-Null gekriegt auf 99 Punkten. Und da bin ich gestorben. Und dann habe ich aufgehört für immer. Nicht ganz, aber. Ja. Dachte, das ist ein bisschen schwerer, aber anscheinend ist es. Weiß jeder von euch, dass. Ich wusste es nicht. Welcher dieser beiden Champions, und diesmal besprecht ihr das vielleicht, nachdem ihr eingeloggt habt und nicht vorher. So. Welcher dieser beiden Champions hat mehr AP-Scalings, also mehr Abilities mit AP-Scalings im Kit? Bin ich der Einzige, der jetzt einen Ohrwurm hat, wenn er die Frage und die Antworten sieht? Also offensichtlich, ja. Meisten Abilities, Maximum ist 4, logischerweise. Ja? Passive zählt nicht. Okay. Nee, 5, stimmt, sorry, dumm. Passive zählt auch. Müsste das nicht übelst easy sein eigentlich? Oder ist es jetzt wieder Bait? Ist es nicht immer Bait? Ja, ich glaube auch. What would AP Xing Chao do? Danke schön. If he was in this game. Okay. Das war vor Rework, oder? Was ist das? Das ist ein Lied von Ziffage, die... Von Ziffage, ja. Bitte ein. What would AP Xing do if he was in this game? Und dann hängt er so den Tower und Lifestealt am Tower. That's what a Pigeon would do. 1. Okay. Ja, hat alle Jacks gesagt. Ich hatte doch auf jedem Spell außer Passive, oder? Auf seiner Passive nicht. Und Jax hat auf seinem E-Spell nichts. Also Q scaled mit AP. Ich guck's gerade mal nach. Q, W, Ult ziemlich safe, ja. Genau. Q, W und Ult. Wissen nur viele Leute nicht so, aber Ult skaliert natürlich mit. Mit AP, also Bonus MR, das du kriegst mit Jax Skelett mit AP. Und damit hat Jax 3. Und Xeni hat. Guck auch nochmal nach, nur damit ich nichts Falsches sage, ne? Und Ult auch, oder? Und Passive. Hat er auch 3? Ha! Nee! Er hat auch 3. Er hat 4. Sein ja. Passive, das ist übrigens ein Tippfehler hier ja. Anscheinend. Weil sein Q nicht mit AP skaliert, aber sein Passive. Wait, ich dachte, das hätten die geändert! Nee. Jax E scaled nicht mit AP. Ich dachte dass Jax E auch mit AP scaled. Ja, ich dachte auch. Jax Wiki. Nee, Xini, geändert. W, E und R skalieren mit Ability Power und der Heal vom Passive skaliert auch mit Ability Power. Also Jax Passive und Jax E skalieren nicht mit Ability Power. Danach Normal. Spielt ihr mit irgendwas überhaupt? Sind alle reingefallen. Ja, mit AD, oder?
Ja klar, mit AD. Okay. Gut, ja. Wieder was gelernt. Ja. Ja, weiß nicht. Ja, Xini hat sehr viele Happy Skills tatsächlich. Denkt man anfangs gar nicht, glaube ich. Spielt ja auch. Warum spielt niemand Apex in Sau? Ist bestimmt voll OP. Oder? Ja, das war mal komplett Bruch und dann wurde er reworked und ich dachte, da hätten sie das AP-Scaling auf seiner Passive weggenommen. Das war wirklich nie komplett Bruch. Weil er damals ja auf, der hat auf Türmen hat er sich geheilt. Das war komplett Bruch. Naja, es stimmt, ja, da war mal was. Und ich finde, es hat auch das Game gebrochen. Tools, ja. Ich finde schon, dass das Game gebrochen hat. Der hat sich einfach an Towern hochgelifestealt und konnte Türme solo. Lucani ist ja richtig wütend. Ich fange jetzt wieder an mit League of Legends. Ich spiele nur Apexin. Ich spiele nur Apexin ab sofort. Okay. Wir gehen wieder rüber zu Champion Statistics, okay? Ich würde gerne von euch wissen, und hier muss ich nochmal raussuchen, weil es nicht drin steht. Ich glaube, diesmal ist es Master Plus. Lasst mich mal nachgucken. Ich würde von euch wissen, und ich spezifiere das gleich nochmal, mehr Ward Kills pro Game. Graves oder Pyke? Und, welcher Patch? Welche Elo? Okay, ich habe sie leider nicht dazu geschrieben. Ich glaube, es war. Lass mich bitte nachgucken eben. Scheiße, wo war das? Ich glaube, ich habe Challenger geguckt. Steht die Notizen bei dir, Vlesk? Das ist das Problem. Ich habe es nie aufgeschrieben. Ich würde jetzt immer sagen, es ist der Support. Nein, ich glaube, warum habe ich es nicht aufgeschrieben? Oder ist es Bait? Oder ist es Bait, ja. Ah, da ist es, glaube ich. Oder? Nee. Da muss ich nochmal nach. Warum habe ich das nicht aufgeschrieben? Hier ist es. War es Challenger? Nein. War es Master Plus? Nein. Es war Diamond Plus. Es war Diamond Plus. Sorry, ich hab's nicht aufgeschrieben. Diamonds und höher. Diamond Spieler und höher. So. Das ändert einiges. Das ist so viel schwerer jetzt, ja. Tatsächlich ist die Statistik in Challenger eine ganz andere. Komplett anders. Das kann ich glauben, ja. Aber in Diamond Plus? Sieht so aus. Aktueller Patch war das, right? Diamond Spieler und höher. Ach man, ey. Lockt mal einen 3, 2, 1. Zack. Gibt man aktuell überhaupt Umbral Grave of Graves? Genau, das, auf dem aktuellen Patch brauchst du doch kein Umbral Grave of Graves. Ja, das Supporter darf auch in Diamond, die wurden nicht. Oh. Aber auf Pike. Pike ist Umbral Grave, oder? Das ist so okay. Umbral Grave, ja. Ja, aber auf Graves auch. Nee, aber nicht auf dem aktuellen Patch. Ich sag, ab Master Plus hat Pyke mehr Wards und in Diamond Plus hat Graves mehr Wards. Hätte ich auch gesagt, genau so. Ich hätte sogar andersrum gesagt. Genau, bin gespannt, das ist echt eine Banger-Frage. Ich kann euch sagen, dass ab Master Plus der Champion mit den meisten Ward-Kills pro Game ganz ein anderer ist, tatsächlich. Es ist Jhin. Was? Jhin, ich weiß nicht, ob die Supporter Statistiken hier... Ja, die Last Hits auf die Wards meistens. Ja, hat 12 pro Game. Brücki müsste die Statistik eigentlich drastisch noch unterziehen. Das ist das Ding, was ich überlegt habe. Supporter lassen halt oft die Last Hits einfach. True. Die meisten Ward Kills. Aber nicht in Diamond, aber nicht in Diamond. Hä, hallo, der Support bekommt den Ward Kill doch auch. Nein, das zählt ja nicht als Ward Kill. Weil mit Umbral ist es ein Auto-Kill. Es zählt für deinen Vision Score, aber nicht für den Kill. Also du kriegst keinen Plus 1 CS. Außer auf Pinkwards, ne? Oh. Ab Master ist es Jhin. Der ist in Diamond überhaupt nicht vorhanden, tatsächlich. Der killt überhaupt keine Wards anscheinend. Sehr interessant. Ward vielleicht. In Diamond ist es nämlich der gute Pyke mit 10 Wardkills. Jawohl! Okay. So wir beide! So nämlich! Ja. Niemals gedacht. Das ist, nach Pyke kommt erstmal Senna und dann kommt Graves. Und for whatever reason, so ab Master ist es Jhin mit großem Abstand. In Challenger ist es sogar noch größer. Ich glaub, Jhin 13 Supports. Wards pro Game und Pyke 12. Ach, oh, stimmt, Jhin Support mit Umbral, du hast recht. Er wird ja nur noch Support gespielt und nicht mehr AD-Kill. Du hast völlig recht, ja. Stimmt, ja. Support. Support, Jhin. Aber ich habe nachgeguckt heute, der wird ja als Heimerdinger-Counter gepickt und der beste, die beste Winrate, das beste Matchup für Heimerdinger in Master Plus ist Jhin. Die einfach alle runter. Ja, der hat generell eine 44% Winrate.
über 600 Games. Also es ist nicht so hoch, aber er hat halt 13 Ward Kills pro Game. Und das ist Support, ja, ich habe nicht hingeguckt. Du hast recht. Stimmt, Support. Aber in Diamond Plus ist es Pike. Damit hat Karni einen Punkt gekriegt. Und wer war's noch? Sola. Sola, ne? Ja. Okay. 50% habt ihr jetzt, ne? Nee, noch, ja, jetzt für noch nicht ganz. Ich dachte, ihr kriegt jetzt noch die 20. Ups. Nee, nee, die haben sie schon. Die haben sie schon. Also den Punkt haben sie schon. Nächste Frage beinhaltet Freddy. Vielleicht weiß er selber. Mal wissen. Vielleicht kannst du es wissen, ja. Vielleicht kannst du es wissen. Welcher dieser beiden Spieler hält mehr Premier Tour und Prime League Titel? No Way oder Don Arts? Premier Tour oder Prime League? Hat Donny den Wait, überhaupt mal gewonnen? Ja, ich weiß sogar wann. Aber was ist, aber ESLM zählt da auch rein, oder? Nur Prime League. Prime League oder Premier Tour? Premier Tour oder Prime League. Okay, okay. Doch, Don Arts hat mindestens eine Prime League auch gehabt, das weiß ich. Beide haben mehr als eine. Mehr? Okay. Ja gut, beide haben mehr als eine, ja, aber... War ja krasser, ihr Skillman, war das schon Premier Tour, ja, ne? Das war nicht, ja, ja, ja. Hey, ich bin gerade verwirrt. Ich hab keine Ahnung, ehrlich gesagt. Lockt mal einen in 3. 2. 1. Ja, habt alle Norway gesagt. Freddy, weißt du, wie viele Titel du hältst? Naja, 4, ne? Das ist absolut korrekt. 2 oder so. Weil Bonn 2019 hat das erste Mal gewonnen, weiß ich noch. Ja. Bei zweimal. Ja. Hey, jetzt auflösen, er hat 3. Ja, okay. Ich war so kurz davor, Donner zu nehmen. 3 mit Big, so, ja. Das war's halt, sind 3. Ich weiß, wie viele Titel ich halte. Die ist, ja, die war ein bisschen free. Jackpot! Und immer, wenn man da immer von, man geht ja immer von ESG aus, glaube ich, wenn man Premier Tour und Prime League hat oder nicht. Ja. Ja. Aber habt ihr dann auch gegen Big mal verloren? Also hat Donners gegen dich einen Titel geholt? Nee, 2019 nee, war der erste. Ich glaube nicht, nee. Da war ESG schon Leute nicht mehr. Ich glaube, wir haben 2018, die, ne? die Prime League Cups damals, diese, das war ja so Cup-System, ne? Und die haben wir eigentlich alle gewonnen, irgendwie eineinhalb Jahre lang. No? Da war noch Premier Tour, ne? Ja, ja relativ schnell nacheinander. Ich glaube, einen habt ihr nicht, oder? Da war irgendwie mal Mouseboards oder so zwischen. Genau, einmal haben wir verloren. Das Ende von uns, ne? Na, einmal haben wir nicht gewonnen, alle anderen haben wir gewonnen. Ja, genau, 4 waren es, ja. Ja, 4. Mehr als Donny. Master-Titel zählt ja nicht mehrfach dann. Don Arts? Das war ja nicht die Frage. Ja, aber mit Kasi und so, ne? Mit Big, ja, genau. Ja. Das ist unser einziger EU Masters-Sieger, glaube ich. Nee, Obsess auch. Ach, Obsess, ja. Mit einem Prime League-Team? Mit wem hat Obsess gewonnen? Oder meinst du einfach nur deutschen Spieler? Obsess hat mit Misfits Academy gewonnen. Ja, ist ja kein Prime League-Team, ne? Korrekt. Ja. So, wir gehen mal zur nächsten Frage. Ihr habt alle Arcane gesehen. Na, ja, natürlich habt ihr alle Arcane gesehen. Nee. Oh doch. Gott. Hast du. Hast du, oder, Philipp? Kommt auch die Frage an, welche ich gleich sage. Welcher dieser beiden Champions hatte nach Arcane-Release eine höhere Pickrate? Oh. Jinx oder Caitlyn? Es geht wieder um alle Ränge. Differenz, es geht um den Patch 17. Aber es geht nicht um die Differenz 17.11? Von davor dazu danach, oder? 17.11. ist einfach das Datum, glaube ich. 17.11. Nee, es geht einfach um die generelle Pickrate. Nach dem Arcane-Release. Genau. Am 17.11. wurde die Statistik genommen. Das war kurz nach. Ich glaube, so ein, zwei Wochen nach Arcane-Release. Ja. 2021. Arcane war letztes Jahr, ne? Ja. Vor einem Jahr circa. Ja. 2021 ist es gewesen. Da hat jeder Jinx gespielt, ne? Nice bait. Oh oh, Freddy. Ich glaube, ich rede mich schon wieder ins Falsche rein. Ja. Ich glaube, ich curse mich hier schon wieder selber. Ja. Locke mal ein in 3, 2, 1. War das nicht gerade die Zeit? Jinx hat halt eh schon eine richtig hohe Winrate. Ja, ich dachte halt, Jinx hat eh schon jeder gespielt damals. Ich glaube, Jinx war, es gab ein Patch, das gebufft wurde, und die Serie kam raus. Ja, da gab es auch die Krasse alle. Das war Jinx Derby, Jinx. Absolut Derby, richtig. Derby. Es gab ein Patch, da wurde Jinx gebufft und Arcane kam raus. Es war aber nicht der
Auf dem What? Patch war es Caitlyn mit 26,1%. Es ist mit Abstand Caitlyn gewesen. Yes! Ich krieg den Punkt. Bam, Jungs! 14! Let's go! Let's go! Ja, aber jetzt hier die 20 What? Hin. Nee, vor allem, weil dieses ja. Jinx from Arcane-Ding einfach so ein Meme war über Monate stimmt, hinweg. Aber nee, stimmt, Jinx Zeri war erst Season 12, heute Februar, März. Neu, ja. Das ist erst kurz danach war es. Es ging ja auch um alle Ränge, ne? Es ging um alle Ränge. Wo Jinx Ult alles gesteelt hat, wo die 3k Damage gemacht hat, so war schon die Zeit. Aber dann hat die so eine geringe Pickrate? Es ist eine sehr hohe Pickrate tatsächlich, aber Caitlyn war halt. Vielleicht hat Caitlyn irgendeinen Skin gekriegt oder so. Keine Ahnung. Gut, war halt auch ein Arcane. Ja, Arcane-Skin. Hat Jinx eine Arcane-Skin gekriegt? Ja, ja. Ja, dann never mind. Ich glaube, alle haben einen Arcane-Skin gekriegt, ne? True. Heimerdinger nicht, oder? Heimerdinger. Und der Arme. Rekko! Sau. Okay. Hat Victor wir gehen in den Challenger rein. Victor hat auch keinen. Kennen sie sich nicht alle mit aus? Sola und Kutscher, glaube ich, nicht. Kani aber auch nicht. What the fuck? Keine Angst. Kani auch nicht, echt? Womit okay. kennen wir uns nicht ja. aus? Womit, was? Mit Challenger. Challenger, ja. Ach so. Aber einer dieser beiden Champions stirbt in Challenger öfter als der andere. Und ich will wissen, welcher. Auf dem Patch 12.23 natürlich. Wie ist nochmal dieses eine Zyra OTP früher? Ich war auch gerade, ja. Rampant Growth? Ja. Ach, früher war Nigel. Ja. I cannot stop, I have to go! Und dann ist er reingerannt in alle fünf. Guten Zeiten, ey. Am meisten Tode pro Game. Ist average. Ja, am meisten nee. Average, ne? in pro Game. General. Genau, pro Game. Pro Game. Nee, ich hab ne Theorie. Ja, ich auch. Guck mal, wieder die gleiche. Auch. ich befürchte schon. Wir gucken mal nach. 3, 2, 1, jetzt. Zack. Oh mein Gott, wir haben dieselbe Theorie. Oh. Dass Twitch-Spieler einfach fucking Psychopathen sind, das ist meine. Selber Spieler ja, nochmal ja. so. 3, 15, 8 Sets. Und Twitch-Supporter spielen, da stehen auch alle immer 9-9. So, die kriegen ja immer 1 für 1 die ganze Zeit. Und das Zyra-OTP, es gibt ein Zyra-OTP, aber das spielt Tank-Zyra und der stirbt nicht so oft. Ich hatte heute Zyra-Jungle, war ganz schön scheiße. Tank-Zyra? Mhm. Ja, zieht das Ganze wahrscheinlich ein bisschen runter. Twitch-Spieler, das habt ihr gerade richtig erkannt, sterben 8 Mal pro Game. Boah. Mit Challenger. The fuck. Sprich sehr oft, ein bisschen öfter Zyra-Spieler. absolut recht, die traden immer eins für eins. Ja. Gehst mit Twitch einfach immer vom Pentakill wahrscheinlich. Und dann stippst du halt. Ja, die selben rein denken, haben ihre Montage-Musik an und dann werden sie gewonnen. ja, mit einem One-Shot. The Space Glide also, beginnt. leider nur der erste Auto-Attack. ja, 8 Mal pro Game, ihr habt recht. Ne, 3 von euch haben recht. Alter, das ist echt disgusting. Ja, das 8 Mal ist wirklich, wirklich hoch so. Okay, am meisten Tode haben wir. Wir gehen zurück zu ARAMS. Ich habe vorhin mit euch über die niedrigste Winrate in ARAMS gesprochen. Und jetzt würde ich gerne mit euch über die höchste Winrate in ARAMS sprechen. Bevor ich die Frage aufdecke, wer hat die höchste ARAM-Winrate? Was denkt ihr? Was richtig sagen, ich war sofort im Punkt? Nee. Z mit 2T. Also Z. Orn. Ja, ich weiß nicht, wie man den richtig ausspricht. Der Z mit 2T hat die höchsten. So. Ja, für dich ist das. Ach, wait, du weißt es actually, das war nicht mal geraten. Ja, ja, ich weiß es. Oh. Ups. Also ich sag. Philipp, was ist Six? Das weiß ich ja nicht. Six ist doch todig genervt im Aram, oder? Der macht ja, überhaupt aber, weil er ja so eine krasse Winrate hat. Die Aram wird doch nur nach Winrate gebalanced. Deswegen sind doch alle Assassins OP, weil die eine schlechte Winrate haben. Wir hatten einen Aram-Clash und da habe ich die Winrates nachgeschaut und da war Zed erster. Ja. Und das sind so Bruiser, die erster sind. Zed, Mordekaiser. Einer der beiden ist es. Gut, die Meta verändert sich halt regelmäßig. Ich kann dir sagen, Freddy, dass du recht hast. Mordekaiser ist dritter. Einer dieser beiden ist erster. Der andere ist zweiter, oder was? Der andere ist zweiter. Mit einem Abstand von 0,07%. Ha, okay. Dann werfe ich jetzt auch eine Münze. Okay, das ist jetzt wirklich einfach Gamble. Das ist ein 50-50. Das, ne? Da bin ich gut drin. Dass ich einlocke in 3, 2, 1. Das ist ein 50-50. Und das 50-50,
haben zwei Leute gewonnen. Es ist nämlich Urgott mit 55,43%. Es ist absolut minimal der Unterschied. Und dahinter war auch mit mega knapp Abstand Mordekaiser, wie du gesagt hast. Und dann kommen die ganzen anderen Bruiser und so. Also Bruiser sind sehr, sehr stark in Arim. Aber gut, Saiyan hat so wahrscheinlich so eine gute Winrate, weil Tank halt generell OP ist in Aram, ne? Und Saiyan baut halt immer Tank. Aber es, ja, weiß ich nicht. Es gibt sehr viele Fatality Saiyans. Die kriegen Aram-Buffs, obwohl sie krasse Win-Ratios haben. Das war so komisch. Der Z kriegt irgendwie lauter Ex. Ne, Z hat ein paar Nerfs, aber ein paar andere Bruiser hatten nur Buffs. Mordekaiser hatte 56% Winrate und keinen Nerf. Liegt so ein bisschen auch an viel so bei Arim Balance Changes, oder? Es kommt oft nicht darauf an, wie gut die statistisch sind, sondern wie oppressive die sich für Spieler anfühlen. Das ist genau andersrum, oder? Ich dachte, dass Aram nur nach Winrate gebalanced wird, dachte ich. Ne, die ganzen Supporter also, und nicht, Healer aber. Und Shielder und Poke-Champions, die sind genau wie Flesk sagt. Das ist, So, also als die Leute, oh ja, geil, Varus! Und dann traden ihn alle, weil jeder Varus spielen will, du kannst poken, so, aber in Wirklichkeit sind die halt gar nicht so gut, weil die im Late-Game haben irgendwann umgerannt werden und kein Damage mehr machen. So, auch wenn es sich anfangs geil anfühlt, weil du dann dauernd Kills machst, bringt es am Ende halt nichts mehr. Ja. Wenn du Arim spielst, so mit wem würdest du traden? Würdest du den Mordekaiser holen oder würdest du sagen, ey, geil, Ezreal, rein? Ja, ja. So. Und dann machst du halt keinen Schaden mehr irgendwann. Kurz fragen, wie viele Fragen wir noch haben? Warte mal, ihr kriegt erstmal Punkte. Zack. Die hab ich nicht gegeben. Du kommst auf die 20. Das ist krass, ne? Ihr habt immer noch. Na, Freddy ist natürlich ein paar Punkte hinten, aber der Rest ist halt immer noch ein Punkt voneinander getrennt. Das ist krass. Das ist jedes Mal so knapp. Ich kann dir sagen, wie viele Fragen wir noch haben. Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. So ein paar. Oh mein Gott. Ich brauche mehr als 50%. Ja, 7 Stück. Der nächste. Da geht es wieder um den höchsten Peak-Rang. Würde ich von euch gerne wissen. Wer höher gepeakt ist in der Solo-Queue? Dalukart oder Bart? Ich wusste gar nicht, dass Dalukart League gespielt hat. Was hat Dalu nicht gespielt, ist die Frage. Aber es ist das Dalukart rückwärts Dracula heißt? Ja. Dracula D. Das wusste ich, ja. Nee, Draculat aber, ne? Draculat. Ach so, daher kommt Alucard. Das ist richtig. Aber wofür dann das D? Für Demon Hunter. Wirklich? Nein, keine Ahnung. Aber bei Dracula hätte doch den gemacht. Dracula HD. XXX. Ich meine, Dracula HD macht schon Sinn, ne? Ne, das sind seine Initialien, glaube ich. Das, Bart hat genauso behaarte Arme. Steht für Daniel einfach. Richtiger Bär. Dennis Hofmann, achso. Das steht für Daniel. Okay, ich logge ihn mal ein. 3, 2, 1, zack. Alucard war Diamond. Ja, das war wirklich Diamond. Bart war nicht Diamond. Ich habe den immer nur gesehen und er spielt immer in Gold. Immer Kane. Aber warte mal, ich hab mal gesehen, Joanne. Alucards Ingame-Name ist Jungle Main Only Kane oder so. Und Bart ist Platin Peak, deshalb dachte ich, Bart wär's. Genau. Bart ist Platin Peak. Alucard ist Diamond 4 Peak. Fuck. Und damit gewinnt die 4 auf der linken Seite. Ja, es sieht ein bisschen aus nach Bait, ne? Weil in den meisten Fällen ist Daluk halt die richtige Antwort. und hier auch. Ja, Bart, der spielt nicht so viel Solo-Queue, den juckt das, glaube ich, nicht so sehr. Ach, bei mir ist auch, du kannst doch nicht Bart und höchster Rang gleichzeitig in einem Satz verwenden, also. Naja, wenn. Der voll schlechthin. Wenn ich, ja, Shaco und Bart spielt er halt, ne? So. Ja. War halt die Frage, ob ihr wisst, dass Daluk überhaupt League spielt. Ne? Spielt's ja nicht so oft. Er spielt auch oft einfach Offstream, random irgendwelche Games. Aber das hat gereicht für Bart. Gehen wir wieder zu Champion Statistics. Alle Ränge. Patch 12.23. Mehr Kills pro Spiel. Irelia oder Brand? Mehr Kills pro Spiel, alle Ränge. Ich double-check das nochmal, nur damit hier kein Quatsch erzählt wird. Wo haben wir es? Combat.
Hm. Gibt einen Schaden, dem muss man vertrauen. Ich habe 17 Punkte. Warte, war das alle Ränge? Ich glaube, das ist falsch. Ich muss es gleich nochmal korrigieren. Gib mir nochmal eine Sekunde. Ja, ich hätte mir das alles ordentlich aufschreiben müssen. Ich bin ein bisschen geintet, leider. Ich glaube, ich habe schon wieder geintet, Leute. Unglaublich. Mann, Blesk. Ja, es tut mir doch leid, Philipp. Ich habe das alles heute noch gemacht. Dann lass einfach fragen, welcher Champ mehr Buchstaben hat oder so. Scheiße, wo ist das denn? Wer hat mehr Buchstaben? Jetzt eine Antwort. 3, 2, 1. Ich will ja. Ja, wer hat denn mehr Buchstaben? Das ist richtig. Hast gezählt. Das ist die Frage. Das ist die Frage. Hier haben wir... Nee, das ist auch falsch. Krass. Okay, ich mach das ganz einfach. Die Antwort, die hier steht, die wird falsch sein, weil ich nicht mehr weiß, welche Ränge ich genommen habe. Du hast alle Ränge gesagt, ne? Aber ich gucke jetzt nach allen Rängen und die Antwort zählt dann im Endeffekt. Okay. Alle Ränge, okay, ja. Und dann gucke ich nochmal nach. One second. Und einmal den hier. Okay. Ich habe nachgeguckt, alle Ränge. Das sind eure Antworten. Brügge hat gesagt, Irelia. Und alle anderen haben gesagt, Brand. Warum habt ihr gewählt, was ihr gewählt habt? Ich glaube, Brand ist jemand, der sehr killintensiv spielt, aber mehr Assists macht, weil er mit allem AOE macht und schlecht Attempts finisht. Und Irelia snowballt des Todes, wenn sie ihr Head ist. Und macht dann richtig viele Kills. Ja. Aber mit der Platin kann doch keine Irelia spielen. 10 oder 0 Kills. Ja. Das heißt, du hast insgesamt nur 5 KDA. Und Brand hat 10 Tode, aber er hat auch 10 Kills. Nein, ich glaube, er ist immer ganz viele Assists und weniger Kills. Weil der Champ nicht so dafür. Nein, der Champ macht nicht selbst so viele Kills. Also, was für mich das überzeugende Argument ist, dass Brand einfach viel, viel einfacher ist und viel, viel leichter an Kills kommt und man die Irelia-Action spielen muss, zumindest bis zu a certain extent. Und alle Ränge ist dann nicht Irelia. Also, ich hätte High-Elo hätte ich auch Irelia genommen. Genau, Irelia ist ein Loser, oder? Mhm. Also. Jetzt weiß ich auch, was ich genommen habe. Ehrlich gesagt. Es kann actually beide sein. Perfekt, jetzt kann ich euch das so erklären. Auf der rechten Seite seht ihr nämlich, deswegen hat mich das so verwirrt, UGG schlüsselt das natürlich in Rollen auf. Ja? Und ich habe jetzt gerade nach Midlane Irelia geguckt, aber ich habe in der Antwort Toplane Irelia stehen. Und Support Brand, aber es gibt ja auch Midlane Brand. Das, was Brügge gesagt hat, ist auch absolut richtig. Ja? Boah, so krass sogar. 6,18, es ist noch krasser tatsächlich, weil ich hier Toplane Irelia genommen habe. Midlane Irelia hat 8 Kills pro Game. Wow. Aber der Midlane Brand hat fairerweise auch 6,3. Trotzdem hat Irelia auf allen Rollen durchschnittlich mehr Kills als ein Brand. Ich glaube, das, was Brügge gesagt hat, ist auch sehr, sehr schlüssig. Und damit holt Brügge sich den Solo-Punkt. Sehr stark. So nämlich. So das nämlich. Ist einfach. Ja. Sorry für den Delay. Ich hatte es so verwirrt an Dauer, dass da nicht ein Champion drin steht, aber die schlüsseln das halt alles in Rollen auf. So. Irelia Midlane macht deutlich mehr Kills als Irelia Toplane. Aber das kann man erwarten, glaube ich. Nächste Frage. Diesmal habe ich es dazu geschrieben. In Master und aufwärts. In Master und aufwärts, welcher dieser beiden Champions macht pro Game am meisten Gold? Gangplank. Gangplank oder Draven? Ich gehe kurz auf Toilette. Mach das gerne. Ist die fünftletzte Frage übrigens. Auch drei noch. Ja. Das ist auch eine gute Frage. Die ist echt nice, aber... Nein, ist nicht gut. Gut. Ist nicht gut? Ich logge mal ein in 3. 2. 1. Ja, also wehe. Oh mein Gott, er lacht. Nein. Der Draven gewinnt halt häufiger die Lane, aber das... GP ist auf einem ganz anderen Level, glaube ich. Vor allem farmen die ja wie die Psychopathen. Wie viel Gold du bekommst mit GP. Und du bist auf Sidelane, du darfst so viel farmen. Vor allem in jedem Game so. Egal. In jedem Game, ja.
Und die Draven-Spieler haben wieder den Psychopathen-Faktor. Also die rennen auch einfach manchmal einfach runter. Und ich glaube, das haben Gangplanks nicht so. Zumindest nicht in dem Ausmaß. Ja, dafür hast du aber auch halt die Draven-Games so wie Sola letztens, wo du einfach plötzlich 6 Item Minute 20 hast. Ne? Das stimmt. Ja, lecker. Ich kann euch das sagen... Das ist halt auch krass. Das muss Gangplank sein. Bitte. Ich check das sogar nochmal nach gerade. Wartet. Oh, das ist... Weil bei ihm Draven steht. Das heißt nichts Gutes. Ja. Das heißt nichts Gutes. Kann ich sagen, dass in Eisen Gangplank mehr Gold als Draven macht? Oh nein, als ob! In Silber Gangplank mehr Gold als Draven macht. In Gold Gangplank mehr Gold als Draven macht. In Platin Gangplank mehr Gold als Draven macht. In Diamond Gangplank mehr Gold als Draven macht. Diamond 2 Plus Gangplank mehr Gold als Draven macht. Aber ein Master Plus... Das ist Draven. Boah, wie close. Was? Ja, sehr close. tatsächlich alle Ränge, aber ab Master geht's los, da macht Draven mehr Gold. Draven Mains in Master Plus machen durchschnittlich mehr Gold. In Master Plus fängt's an. In Diamond 2 Plus fängt's schon an. Ne? Fehlinformation. Da hat Draven im Durchschnitt 22 Gold mehr pro Game. Master Plus wird's dann schon ein bisschen mehr. In Grandmaster ist Gangplank schon mit 200 Gold pro Game, Draven mit 200 Gold pro Game deutlich vorne. Und in Challenger ist es lustigerweise, Gangplank fällt da sehr ab in Challenger. Da ist dann Zed, Rengar und Karthus hinter Draven. Aber Draven trotzdem auf dem ersten Platz. Ja. Kriegt keine Punkte. 20 Gold, das ist halt nicht mal ein Minion Wave, ne? Das ist so close. Und Gangplank ist wirklich in allen Rängen bis Diamond 2 und aufwärts. Auf dem ersten Platz. Aber dann fängt es, wie gesagt, an und ein bisschen ab. Ich glaube, weil Leute dann Gangplank Care abusen oder so. Ich habe keinen Plan, woran es genau liegt. Ich glaube, dass Gangplank maybe dann auch die Leute besser um Draven rumspielen. Dass der Jungler dann auch actually ganken kommt, wenn du viele Stacks hast und so. Das kann auch sein, aber da kommen ja auch so Sachen wie Rengar, Zed und Karthus, ne? Snowball natürlich sehr hart, aber Gangplank ist ja nicht mal mehr auf dem zweiten Platz. Oder? Also bei Gangplank wird auch ein Silber-Gangplank einfach mit einem fassenden Wave one-shotten und Draven wird nach der Laning Phase wahrscheinlich mehr viel fahren, hätte ich jetzt gesagt. Das kann sein, ja. Woran das genau liegt, weiß es nicht. Aber ab Diamond 2 Plus ist Draven der Leader. Immer. Ja, krieg keine Punkte. So. Philipp, bist wieder da? Super. Ich bin sowas von da. Dann kannst du mir bestimmt die nächste Frage beantworten. Warte, das muss ich noch auflösen. Und jetzt haben wir die nächste. In der LEC, im nächsten Split, na, der Wintersplit, gibt es das erste Mal jetzt, 2023. Spielen sehr viele Spieler, ihr habt die Roster vielleicht angeguckt. Wisst ihr, wer 2023 in welchem Team so ungefähr spielt? Ich weiß jedes einzelne. Ja, das wird nämlich wichtig, weil ich von euch wissen will, welches Land mehr Repräsentanten im LEC 2023 Wintersplit hat. Dänemark oder Frankreich? Okay. Ja, wenn man da jetzt versucht, das nachzuzählen, da kommt man eh nicht drauf, oder? Ich glaube, nee. Kommst du nicht drauf. Nee, ich sag's lieber noch nicht, ich will gewinnen. Ich kann ja sagen, dass ich ursprünglich Deutschland mit reinnehmen wollte, ist mir aufgefallen, ich spiele fast kein Deutscher mehr in der LEC. Stimmt, wer ist denn eigentlich? Upstart spielt auch nicht mehr, Gilio spielt nicht mehr, Jennings nicht mehr. Ich glaube, zwei waren es. Broken Blade und Dior. Genau, zwei Stück. Zwei Stück. Haben wir nicht. Wir haben legit nur zwei Spieler, ja. Ja. Nee, Kaiser. Und Sertus. Oder ist Kaiser, ja, Österreicher? Oh, nee, dann sind es sogar Kaiser, vier, oder? Was mit Sertus und Kaiser? Ja. Okay, stimmt, ja, dann sind es vielleicht doch mehr als zwei. Stimmt doch, Kaiser. Ah, Brokenblade zählt als zählt für Türkei, glaube ich. Deswegen. Ja. Ah, true. Ja. Ja. Aber eine Antwort haben wir in 3, 2, 1. Es muss Frankreich sein. Ich glaube, LCS hat mehr Alle Dänen als Frankreich LEC gesagt? Es sind so viele Franzosen. Das war jetzt irgendwie mein. Das Franzosen sind viele Leute. Ja, wegen BDS allein. BDS hat doch vier Franzosen, oder? Bitte, was ist denn mit Irrelevant? Spielt der nicht auch LEC jetzt? Ja, das stimmt. Deutscher. Ist der Deutsch, ja? Ja, ja. Ja, dann ist es vielleicht doch mehr. Okay. Ja, ich löse mal auf. Also, Frankreich müssen so viele Franzosen! Mehr sein, bitte. Vitio, ja. Hans Sammer, Adam, Shio, Nuclear Int und Exakick. 6 Stück. Oh oh. Dänemark, das sind Kobbe, Wunder, Caps,
Shigenda und Doss. Oh. Fünf Stück. Ich dachte. Aber es ist eigentlich krass, ne? Dänemark ist so ein kleines Land. Recht. Ich glaube, in der LCS sind auch nochmal 5 Dänen oder so. Ja, 5 Dänen und 6 Franzosen in der ADC. Ja, Dänemark, die sind halt einfach drauf ausgelegt. Also da kannst du irgendwann so ein Jahr frei nehmen oder so und kannst machen, worauf du Bock hast und keine Ahnung. Wirklich? Ich glaube, du kannst, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber ich glaube, in skandinavischen Ländern kannst du irgendwann so während der Schulzeit so ein Jahr Pause machen oder sowas. Ach, krass. Und da spielen die alle League. Ja. Ja, aber es ergibt ja Sinn. Punkte. Das würde ja wirklich erklären, warum das so verbreitet ist. Ist halt auch, weiß ich nicht, gutes Ansehen, glaube ich, mittlerweile. An sich, in den Ländern. Die pumpen schon raus. Generell auch so, irgendwie so, gab es so kleine Länder wie, weiß nicht, Slowenien oder so, wo übel viele Pro-Player herkommen, wo du so pro Kopf, also du hast eigentlich viel weniger Leute als in Deutschland zum Beispiel, ne? Und die pumpen trotzdem so Mickey und Co. raus. Ich weiß nicht, ob es Slowenien oder Slowakei war, ich habe keine Ahnung. Ganz früher war doch auch Polen extrem weit vorne, so mit Mito Makers und so. Krass, Polen waren aber nur Jungler die ganze Zeit. Auch super groß dabei und super viel Akzeptanz seit Macron da die ganze Zeit auch so ihr Go LDLC oder so macht für EU Masters und für die LEC. Also den hat sie denn? Ja. Gute Frage. Ja, es ist halt, man merkt so richtig, dass so ein Mainstream reinpumpt, ne? Und ja. Das ist so mehr Mainstream-Media-Attention, so kriegt. Und dadurch wird es halt akzeptierter. Vor allem, weil halt mehr, wenn du sagen kannst, ey, ich verdiene halt so und so viel Kohle mit, aber dann sagen die meisten halt dann auch, okay, ja, warum nicht? Wir gehen zurück zu Champion Statistics. Das ist die drittletzte Frage jetzt. Ja, theoretisch. Außer Freddy kannst du jeder holen. Aber Freddy kann über 50% noch schaffen. Ne? Das wird aber knapp, Freddy. Das wird echt knapp. Das wird echt knapp. In Challenger. Welcher dieser beiden Champions hat eine höhere Winrate? Kindred oder Lucian? Ein Challenger. Beide haben über 10% Pickrate, kann ich sagen. Ich nehme an, wieder aktueller Patch. Beide haben über 50% Winrate. Aktueller Patch. Für Diamond Plus wüsste ich, weil ich check die ganzen normalen Stats immer für Diamond Plus, weil da mehr Games sind. Aber ich glaube, das kippt übelst hart in Challenger. Sehr hart, ja. Vor allem hast du da halt öfter dann so, weiß ich nicht, 53% plus Winrates. Kommt dir ja selten vor, wenn du eine größere Sample Size hast. Das Bild von Kindred ist ja komplett düster. Die hat einen richtig coolen Login-Screen, musst du mal reinhören. Hatten wir, glaube ich, schon mal bei dem League of Legends-Ding. Ja, ihr habt eingeloggt. Das ist Kindred-Musik tatsächlich, ne? Mal. Genau, also das war alle so Kindred. Orchestermusik, war richtig cool. Also ich glaube, die Winrate von Lushanami steigt übel krass ab, Master Plus. Ich dachte eben nicht. Ich dachte, ich hätte neulich irgendwo gelesen, dass die kompletter Hoax ist und dass die super schlecht ist mittlerweile überall. Beide haben über 50%. Kann ich sagen, dass Lucian 52,43 hat. Yes, Kindred. Das ist schon sehr hoch. Kindred mehr, aber Kindred hat mehr, ja. Kindred hat 54,09. Kindred hat, glaube ich, in Challenger die höchste Winrate. Mit 54%. Ist doch einer der besten Jungler, glaube ich, gerade. Kindred ist broken as fuck. Das ist crazy, wie stark die ist. So. Jetzt, da muss ich nochmal checken, ob ich das wirklich richtig hingeschrieben habe. Alle Ränge. Noch eine einfache, bitte, Fles. Bitte. Ich will dir nicht Geschichte schreiben. Ja, alle Ränge, Freddy. Welcher dieser beiden Champions killt pro oder zerstört pro Spiel mehr Türme? Yorick oder Six? Oh. Bedeutet zerstören, dass er den Last Hit bekommt oder dass er dabei ist, wenn der Turm stirbt? Funktioniert folgendermaßen: Last Hit, also der, ja klar, letzter Hit, bevor der Turm kaputt geht. Sprich, wenn Minion den Turm killt, aber du den letzten Hit drauf gemacht hast, zählt das trotzdem noch dazu, soweit ich weiß. Aber hängt nicht da nicht. Wenn jetzt die beiden zusammen im Turm stehen, kriegen nicht beide den Kill. Nee. Ja, weil Six kriegt ja immer den Last Hit, ne? Mit seinem W.
Ihr loggt bitte ein in 3, 2, 1. Okay, Brücki hat. Brücki könnte sich absetzen. Brücki hat sich diesmal. Ich denke mal, Solo-Ritt entschieden. Ich hatte auch kurz. Also, das Potenzial, das Six hat bei Türmen, ist ja viel höher als das von Yorick. Er kennt, also, was ist ein Standard-Game für Yorick? Er nimmt 3 Türme, oder 2 Türme. Das war's. Geht er auf die andere. Aber er nimmt die halt auch im Hard-Losing-Game. Während Six im Hard-Losing-Game auch mal gar keinen Turm nimmt. Das also, Yorick kriegt ja eigentlich immer 2-3 Türme. Und er wechselt ja dann. Er nimmt 3 und dann geht er auf die andere Lane. Nimmt nochmal 3. Und er schickt seine Lady, kann er ja auch losschicken. Ich kann euch, ja, ihr habt schon recht. Also der Unterschied zwischen beiden ist, der eine Split-Push halt, der andere, selbst wenn du Groups und Tower nimmst, kriegst du halt immer den Last-Hit so, ohne Probleme. Ja, könnte zumindest, wenn er Bock drauf hat. In allen Elos, also über alle Ränge, setzt sich da einer klar vor den anderen. Ich kann euch sagen, dass es bis... Ist es Diamond? Nee, bis Master? Bis Grandmaster. Ist einer vor dem anderen und ab Grandmaster setzt sich der andere vor den einen. Ab Grandmaster ist es Six, bis Grandmaster ist es Yorick. Über alle Ränge killt Yorick 3,1 Türme, also 3 Türme pro Spiel, was schon krass ist, wenn man davon ausgeht, dass es Losing Games gibt. So. Es gibt einen Rang, in dem das anders ist, das ist Master, das ist Tryndamere. Das ist der einzige Rang. 2,3, ja, und Tristana auf Platz 2. Aber ja, so ein Challenger und sowas ist es immer 6 mit 2,7. Aber über alle Ränge verteilt ist es Yorick mit 3,1 und kriegen alle aus der Brücke einen Punkt. Jetzt letzte Frage für Solo und Kali. Ja, ey, Freddy, 50%, sehr stark. Ja, ich kann mich zurücklehnen. Alles gut. Ist jetzt die letzte? Okay. Die letzte Frage, ich muss die nur mal suchen, wo war die denn? Die habe ich anfangs ausgelassen. Die ist es. Welcher Server, EOW und NA, hatte 2021 mehr aktive LOL-Konten? Oder mehr LOL-Konten generell? Also... Ganz Nordamerika, ne? Ja, also das Bild ist ein bisschen... Geil. Mit Ozeanien ist ja, und nee, aber es ist ja trotzdem der NA-Server, nicht Ozeanien-Server. Aber Amerika ist schon echt groß, ne? Ja. Das Ding ist, also auf der Gefahr, dass jetzt selber, scheißegal, aber... Also bei Ranked wüsste ich es deutlich, aber ich glaube, NA hat extrem viele Unranked-Spieler. Ja, und auch Casuals haben und die ganz Konsolenspieler. Und dann kommt Kanada noch oben drauf, das muss man überlegen. Naja, hast du schon gehört. Kanada, Junge. Ja, wir locken mal einen in 3. 2. Na, eins. Amerika ist schon groß. Es muss EU-West sein. Nee. Freddy, ich appreciate das. Freddy, ich appreciate das sehr. Ja, es haben alle EUW genommen. Der Unterschied ist kleiner, als ich dachte, tatsächlich. Aber EU ist natürlich deutlich größer als. Krass, weil in Ranked ist der Unterschied huge. Ich glaube, in Ranked hat NA ein Drittel von EU ungefähr. Aktive Konten, ja. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt auf dem Bild richtig ist, wie das genau aussieht auf dem NA-Server. Ich glaube, Mexiko spielt wahrscheinlich auch auf dem NA-Server, oder? Oder spielt die Latam mit? Von der Distanz müsste es wahrscheinlich NA sein, würde ich von ausgehen. Ich weiß nicht genau, wie das läuft, aber. Na, natürlich gehört Mexiko jetzt nicht zu Nordamerika, ist klar. Mexiko spielt Lat, okay. Ja, weil Spanisch. Okay. Hä, aber ist es, wenn es distanztechnisch. Ja, ist aber egal. Na, NA 27 Millionen, EOW 34. Ihr kriegt alle einen Punkt. Und das war die letzte Frage. Da war allerdings ein kleines Problem. Wir haben Nico Linke und Kani mit 26 Punkten auf dem ersten Platz. Es ist schon wieder so knapp gewesen, ne? 26, 25, 24. Und Freddy mit über 50. 21. Sprich, wir machen jetzt Gewinner. Noch ein Stechen. Ich sag dir, wie es ist. Wir machen jetzt noch ein Stechen. Soll ich da auch mitmachen mit meinen 21? Ja, du machst nicht mit. Ich mache ein Stechen zwischen Sola und Kani. Ich mache mir jetzt einfach mal die Statistiknummer auf. Wir machen das mal per Hand. Pick mir hier mal
Was suche ich mir aus? Vielleicht eine Schätzfrage? Ich nehme eine Botlane. Nee, eine Botlane. Stimmt, eine Schätzfrage wahrscheinlich besser und dann wer näher dran ist. Ich gebe euch keine Schätzfrage. Auf jeden Fall einen Gewinner. Okay, Master Plus gibt's ein Botlane-Duo, bestehend aus Kaiser und Rell. Es ist du mit der höchsten Winrate. Master Plus. Schreibt mir mal bitte im Discord jetzt, wie hoch die Winrate von dem Duo ist. Das ist die höchste Winrate von allen Duos. Von allen Duos in Master Plus. Ich mach's mal anders. Brücki, was denkst du denn? Wie hoch? Das ist so eine super, also so Botlane-Kombinationen sind ja super selten. Und ich glaube, sowas ist auch sehr spezifisch. Also wird sowas sein, was so eine übel werte Zahl ist, 63% oder so. Irgendwie sowas übel hohes. Das ist genau das, was Kani gesagt hat. 63%. Ich glaube, keine Botlane kann 3. Ich glaube, es ist. Sola hat 56,3 gesagt. Ich glaube, 63% geht. Ich glaube, es geht nicht. 59,7. Das sind so wenig Games. Ich glaube, da können auch 4 und. Ich war kurz davor, irgendwas mit 80 zu schreiben. Weil ich glaube auch, dass es nicht. 60,8. 60,8. Ich kann euch sagen, dass. Das ist die. Du-Win-Rate liegt bei 56,42%. Also deutlich näher an dem, was Nico Linke gesagt hat. Über 600 Matches. What the fuck? Ja, du warst 0,12 entfernt. Holy shit, ja? Was? 0,12. Ja. Ich habe wirklich gehofft, weil es so wenig Games crazy, sind, ja, dass die Zahl höher ist. Aber Respekt, sehr nice. Ja, es sind trotzdem 600 Matches, also so was? Super krass. Selten sind es schon viele Matches, ne? Entweder Rell Samira oder Rell Kaiser wahrscheinlich. Wobei Kaiser Rell hat 56,4. Nee, Master Plus habe ich hier gerade offen. Du in Rell 56,42%. Das ist extrem nah an dem, was du geschrieben hast, sozusagen. Das ist ganz schön scary, what the fuck? Ja. Er kennt seine Botlands, ha? Ich dachte mir halt so, okay, viel mehr als 56% kann gar keine Duo-Lane-Winrate haben. Einfach ja, 63 war schon ein bisschen drüber hinausgeschossen, so, aber. Wenn man denkt, es sind weniger Games, na dann. Ja, ich dachte niemals, dass es so viele Games sind. Deswegen, selbes Reasoning, was Brügge gesagt hat, dass es einfach wenig Games sind und deswegen kann der Spike höher sein. Ja. Deswegen. Ja, er war dabei. Nicht super weit weg. Aber ja, da hat Nico 27 Punkte. Ja, die meisten richtigen Fragen beantwortet. Sehr gut, Nico Linke. Aber es war ein Koffer, holy shit. Jo, es war wirklich. Ja, es war bis Ende sehr knapp. Ja, wir haben wieder ein bisschen überzogen. Es waren 2,5 Stunden, ich hab gelogen. Aber ich kann das nie einschätzen. Ich mache die Fragen immer, dann weiß ich so, reichen 40? Und dann dachte ich mir so, beim letzten Mal hatten wir 50, Philipp, ne? Und da hat es nur 2 Stunden gedauert. Hoffen wir nicht, wie lange das dauert dann am Ende. Ja gut, wir haben aber auch viele Rede zwischendurch, ne? Das stimmt, ja. Aber es war geil, Vlass. Danke fürs Einladen. Ey, danke euch, dass ihr mitgespielt habt. Obwohl Twitch 5-mal down war und die Leute wahrscheinlich die Hälfte gar nicht gesehen haben. Aber kommt natürlich alles bei YouTube, ne? Ihr müsst euch keine Sorgen machen.